Genau, nimm's mal ruhig auch auf, weil ich könnte mir vorstellen, dass so eine Folge durchaus auch Publikum kriegt. Ja, Mist. Das ist natürlich doof, wenn man jetzt hier völlig müde im Hotelzimmer aussieht, aber Ja. könnte. Ja, so ist es. Ich bin auch müde übrigens. Ich bin heute den ganzen Tag schon total lullig, Wir müssen ey. noch irgendjemand für Maske und Make-up anstellen in Zukunft vielleicht. Das wäre nicht schlecht, ey. Das wäre echt nicht schlecht. Ja, legen wir los. Warte mal, der Talk vor dem ist der von Tillmann. Und da mache meines Wissens ich die Moderation. Kann das sein? Boah, weiß ich gerade Denn nicht auswendig. ich Gut meine, möglich. den Tillmann habe ich anmoderiert. Von daher wäre zumindest auch ganz egal, ich meine, es geht ja eh ständig hin und her, Ja. wäre, aber dann wärst du zumindest sozusagen Der Begrüßer. dran. Also Haben wir die Daten, die Ankündigungsdaten gerade parat? Die brauchen wir ja auch. richtig. Warte mal, wo habe ich denn? Also die. So, So, die dann. Tour, 11. bis 14.05. Und Israel war. Also Israel ist 31 bis 1. April. 1. April ist das ist der letzte. 25. bis 1., ist richtig? So, ja, das ist korrekt. 25.3. Dritter, ja, 3. bis 1.4.24. Das schreibe ich mir jetzt mal hier mit in die. Ich schreibe mir das Vier. jedes Mal händisch auf und dann vergesse ich natürlich wieder, auf welchen Zettel ich das geschrieben habe. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ist gut. zumal du ja dann auch immer von irgendwo anders sprichst. Also du aus Wien, aus Osnabrück, Marburg und Rostock. Das ist Stimmt, schon. ja, Das es ist. war jetzt lang kein zwei Folgen hintereinander mal, aber aus diesem Zimmer habe ich schon mal habe ich die Folge mit dem Tillmann aufgenommen auch. Ehrlich? Also das ist auf jeden Fall beeindruckend, wie du quasi bei vier Talks an vier verschiedenen Orten aufnimmst. Das ist nicht Also schlecht. das muss man ja auch mal sagen, das ist ja die große Errungenschaft von, dass man das so gut über Zoom machen kann. Ansonsten Das hätten ist wir ja Hammer, ne? ständig Terminprobleme. Aber wirklich, das ist schon geil. Ja, oder wir müssten es halt dann verdichten, so wie Kofi und ich dann früher zum Teil, also ganz früher sogar mal vier Talks an einem Tag aufgenommen Aber das haben. ist ja auch heftig. Da bist Ja, du doch komplett Matsche danach. ja, da waren also zwei waren kein Problem, drei war anstrengend und nach dem vierten, da waren wir echt richtig im Arsch. Das war schon geil, ey. Das war auch zu viel, definitiv. Aber drei ging eine ganze Zeit lang. Aber meistens haben wir dann zwei gemacht und dann war auch gut irgendwie. Ja, zwei geht easy irgendwie mit Zwei bisschen geht, Pause ne? und was Essen Genau. dazwischen und sowas. Das ist, glaube ich, kein Problem. Drei, da wird es schon. Wenn Ja. eine der Folge vielleicht eine Gästefolge ist, dann geht es vielleicht auch drei Ja, irgendwie. Dann ist das. genau. Genau. So, warte mal, wieso kriege ich denn hier mein Bild nicht wieder an? Audacity ist hier und. Wieso kriege ich mein Bild nicht an? Wie, was heißt denn Bild nicht an? Nein, den Screen. Ich bin jetzt da. Da ist er. Ich habe ja keine Maus, weil ich ja nur zwei USB-Ports habe. Ach Und so. deswegen muss ich das. Ich habe ein Touchscreen und da muss ich da manchmal so ein bisschen rumfummeln. So, aber ich habe hier einen schönen Gut. Wein und ich würde sagen, wir legen los. Ja, ich klatsche kurz und dann 3, 2, 1. Herzlich willkommen, liebe Hossa Talk Hörende, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Juhu! euer Lieblingspodcast mit einem sehr enthusiastischen Jay und meiner Wenigkeit. Herzlich Jawohl! willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute gibt es mal wieder nur Marco und Jay pur. Nachdem wir euch ja versprochen hatten, dass wir dieses Jahr
die Gäste nachholen, die wir letztes Jahr versäumt haben, weil wir die ganze Zeit über das Apostolikum reden mussten. Was eigentlich ja nur eine Folge werden sollte. Was eigentlich nur eine Folge werden sollte, und dann waren es drei, die aber alle Überlänge hatten. Ja. Also auf jeden Fall war das schon, naja, wie dem auch sei, also auf jeden Fall haben wir uns jetzt überlegt, wie gesagt, zumindest jetzt am Anfang kommen einfach viele Gästefolgen und zwischendrin dann mal wieder ein Duo. So wie jetzt! Yay! Yeah. Was aber auch heißt, auch danach haben wir noch nicht die Gästeliste abgearbeitet. Da kommt richtig noch einiges dieses Frühjahr auf euch zu. Richtig, und auch richtig tolle Sachen. Also wir haben jetzt den ganzen Januar haben wir wirklich aufgenommen wie die Weltmeister mit echt illustren Leuten. Wollen wir schon mal ein bisschen anteasern, so ein paar Namen nennen oder machen wir das nicht? Oh doch, können wir schon machen. Und das so ein bisschen heiß machen, so Teaser, ja, sagt man dazu ja beim Film oder bei der Serie. Ne? Also es richtig ist noch nicht der Trailer, es verrät noch nicht so viel, es teasert ja, nur schon mal so ein bisschen. Teasert nur. Also ja, mit wem haben wir gesprochen? Wer kommt denn direkt im Anschluss an diese Folge? Ich glaube, ich guck mal. Gut, da müsste ich jetzt selber mal auf die Liste gucken. Ich sage einfach auf mal. Auf meiner Liste steht stimmt, du hast ja so Tilman Haberer. Du hast ja so eine tolle Liste gemacht. Ja. Tilman Haberer kommt in 14 Tagen mit dem, das ist einer der Mitautoren von Gott 9.0. Haben wir ein Hammergespräch geführt. Ja, das wirklich, war wirklich ganz, ganz toll. Richtig Bombe. Dann sprechen wir mit Sandy Arnold über Diversität und Sexualität und Identität. Und dann sprechen wir mit Sigi Zimmer. Juhu. Da, also das sind schon ein paar richtig geile, und ich hoffe, ihr fandet auch die jetzigen Dinger schon richtig geil. Michael Blume, Salome Geiger und Caroline Bader. Ich meine, war das nicht ein geiler ja Talk, Marco, über die ganze Klimakrise? Also, ja, auf jeden Fall. Da habe ich mich auch sehr drauf gefreut, und also der war auch wirklich fantastisch. Da habe ich hinterher Laptop zugeklappt und dachte, das war wirklich ein Highlight. Aber das Problem ist, das denkt man ja fast immer mit diesen fantastischen Gästen, dass ja immer in dem Moment das ein Highlight war. Das habe ich ja auch so ein bisschen gedacht, als ich überlegt habe, Hossa Talk, mache ich das oder mache ich das nicht? Und ein großer Pluspunkt für mich war wirklich, also zum einen natürlich, mich ständig mit dir zu unterhalten, keine Frage, aber direkt danach dachte ich, man kann sich halt mit so spannenden Leuten unterhalten die ganze Zeit. Ganz genau, ganz genau. Das ist schon toll. Ich meine, mit einem Michael Blume, also einfach mal so eine Stunde darüber zu quatschen, warum der Twitter verklagt hat. Ne? Ich meine, das ist jetzt schon wieder ganz weit her, obwohl es noch gar nicht lange her ist, dass wir mit ihm gesprochen haben. Weißt du? Ja, das stimmt. Aber wir haben so viele tolle Gespräche geführt. Ja, das finde ich auch immer total stark. Und dann eben auch solche neue Leute, so Neuentdeckungen wie die Caroline von der letzten Folge. Ja, also wo du dann einfach hinterher denkst, boah, ich gehe beschenkt raus und ich habe was gelernt und es war spannend und interessant. Ja, und das ist einfach wahrscheinlich. Also, aber schön ist es auch, dass wir heute mal wieder eine Duo-Folge ja haben. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch so gedacht, als ich so über die Folge heute nachgedacht habe, gibt es eigentlich irgendeine Erhebung drüber, wo Leute Hossa Talk hören? Ne, also so an welchem Ort? So joggenderweise oder spülenderweise oder auf dem Klo sitzenderweise, weiß man ja nicht. Ne? Ja, stimmt. Aber könnte ja sein, ihr habt das irgendwann mal abgefragt. Nee. Also nicht so umfragemäßig oder so. Klar, ab und zu schreiben einem Leute, hey, ich höre euch immer beim Joggen, oder andere, ja, auf dem Weg zur Arbeit oder abspülen. Genau, ich höre ja tatsächlich auch beim Abspülen gerne Podcasts. Aber das könnte man mal machen. Also irgendwie wär das ja mal spannend. Vielleicht könnte die Lena das ja mal bei Instagram und Facebook irgendwie so eine Abfrage zu machen. Ja, fände ich witzig. Meisten, ja, fände ich auch witzig. Also, ich meine, die Lena muss die Folge ja eh hören, um die ganzen Zitate rauszuschreiben. Damit hast du deinen Auftrag.
Sehr gut. So, das, so kommunizieren wir jetzt miteinander. Genau. Wir sprechen mit ihr nicht mehr über WhatsApp oder Telefon, sondern nur noch direkt über den Podcast. Ja, Lena ist, kann man vielleicht mal kurz sagen, für die, die es nicht wissen, Lena macht für uns diese wunderbaren Zitate-Kacheln, die wir immer auf Instagram und Facebook veröffentlichen. Und außerdem, wenn es so Weihnachtsgrüße und Neujahrsgrüße gibt, auch die kommen aus Lenas kreativer Feder. Und dann sorgt sie sich eben, also die sorgt sich im Grunde um die Online ja, um die Präsenz. Social-Media-Sachen, genau. Von Hossa Talk. Da sind wir auch ganz froh, weil, oder ich bin da super froh, weil ich sowas ja nicht so gut kann. Und deswegen ist es ganz schön, dass es dich gibt, Lena. Ja, ganz fantastisch. Ganz, ganz, ganz tollen Job macht ja die Lena. Und dann muss man an der Stelle, nicht, dass er dann heult oder so, natürlich auch noch den Andi erwähnen. Ja. Und dann will ich auch noch meiner Mutter Danke sagen dafür, dass sie mich herausgepresst hat. Nee, aber ich wusste, die Duo-Folge eskaliert direkt schon im Intro. Ja, aber ehrlich gesagt, habe ich mich auch darauf jetzt ein bisschen gefreut, auf kleine Eskalationen, weil ich habe jetzt extra hier mit einem schönen Wein hingestellt, weil wir haben jetzt auch die letzten Folgen alle immer nur tagsüber aufgenommen, ne? Da ist man ja sauber und wirklich halt diese schönen Gespräche mit Gästen und Gästinnen, aber da kannst du ja nicht so aufdrehen. Also kannst du schon. Ja, aber können wir ja mal gucken, wie das so wirkt, wenn wir uns morgens so mittags oder vormittags um 11 schon mit einer Flasche Wein dahinsetzen, ob die Gäste dann verwundert gucken und sagen wir einfach, ist halt so. Ja, ja, genau. So aber machen auf jeden Fall, wir das hier. Um es noch fertig zu setzen, dem Andi Sonnenhüter danken wir natürlich auf allen Vieren und Knien und für die wunderbaren GIFs und Episodenbilder, die er uns alle 14 Tage macht, einfach weil er so ein fantastischer Mensch ist. Ja, das ist echt auch so ein, immer so ein, ich sag mal, 2-Wochen-Highlight, weil ich schneide die Folge dann ja so ein bisschen Behind-the-Scenes-Talk und mache dann so einen Zusammenfassungstext und schicke das dann so dem Andi und bin dann immer ganz gespannt drauf, was da jetzt aus diesen paar Infos so an Quatsch, genau, und an Bildern, genau, und an Grafik zusammenzaubert. Und ich finde das immer ganz fantastisch. Das ist ja sehr, ja, sehr schön. Ich auch. Also wir haben schon ein tolles Team. Das muss man einfach mal so sagen. Das, ja, und das ist doch auch ganz gut, das mal so zu erzählen, weil vielleicht, ja, weiß der eine oder andere das ja überhaupt nicht, dass da auch so viel im Hintergrund passiert, was man jetzt nicht so viel sieht oder hört, aber was halt einfach total wichtig ist, damit es funktioniert. Genau, genau. Ja, Termine. Termine. Marco, also, ich sag mal so, wir wollen gerne auf Tour gehen. Das ist richtig. Liebe Freunde und FreundInnen. 11. bis 14.05. haben wir uns als mögliche Hossa-Tour auserkoren. Und bisher haben wir noch keine Rückmeldung, aber wir haben es auch noch nicht oft gesagt, beziehungsweise wir haben es schon ziemlich oft gesagt, aber die Talks sind noch nicht erschienen. Draußen. Das ist auch nicht so schlau. Also noch in diesem Augenblick, wenn wir das sagen, ist jeder Tag frei. Also noch hat sich niemand bei uns gemeldet, aber es ist eben 1. Februar heute. Also von daher können wir noch nicht jammern. Also wir wollen auf Tour gehen. Wenn ihr einen Live-Talk oder ein Regio-Treffen mit uns hosten wollt, dann, und ihr Bock habt, das irgendwann zwischen dem 11. und dem 14.05. zu machen, dann meldet euch und schickt uns eine Mail an info@hossa-talk.de. Yes. Und dann kommen wir hoffentlich ins Geschäft. Das wäre schön und wäre toll, dieses Jahr mal wieder auf Tour zu gehen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und dann
Und dann gibt es einen Termin fast ein Jahr später, nicht ganz, aber es ist schon ein Save the Date für 2024. Und zwar, Trommelwirbel, unglaublich, aber auch da ploppt der Korken schon. Wir wollen wieder gemeinsam nach Israel fahren. Wenn ich wieder sage, dann meine ich hauptsächlich Jay, weil der dürfte ja schon dreimal und ich noch gar nicht. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir sogar über Ostern eine Israel-Reise mit Hossa Talk machen werden nächstes Jahr. 25. März bis zum 1. April. Klingt wie ein April-Scherz, ist aber die absolute Wahrheit. Das heißt, wir werden miteinander über Ostern in Israel sein. Es gibt noch keine so richtig verbindliche Anmeldung, aber es gibt dieses bestätigte Datum. Das heißt, das wird stattfinden, wenn genug von euch Bock drauf haben. Das könnt ihr euch also gerne schon mal in den Kalender eintragen. Und sobald das quasi live geht und sobald das scharf gestellt ist und man sich anmelden kann, werdet ihr es natürlich erfahren. Aber das ist auf jeden Fall das Datum, das steht fest, das tragt euch gerne ein. So. Und es wäre einfach wunderschön, wieder so eine tolle Hossa-HörerInnen-Reise zu machen, weil es einfach in Israel mit Hossa-Talk-Hörenden, ganz ehrlich, das ist einfach total geil. Das macht Riesenspaß. Dieses sowieso schon irre Land, auf jeder Ebene, politisch, religiös, spirituell, geschichtlich, super faszinierendes Land mit ein paar von diesen Verrückten von euch zu erleben. Das macht einfach Riesenspaß. Und ich bin mir relativ sicher, dass die letzten Reisenden das genauso bestätigen werden. Ja, also das könnt ihr jetzt auch nicht machen, ausgerechnet die Reise, wo ich mitfahre, nicht stattfinden zu lassen, weil ihr euch nicht anmeldet. Deswegen, das muss unbedingt stattfinden. So. So ist es. Wir gehen mal davon aus, dass es die Anmeldung so ab nach Ostern dieses Jahr oder so geben wird. Also von daher, save the date und es wäre echt geil, wenn das wieder passiert und stattfindet. Ja. Endlich mal wieder langes Vorgeplänkel. Geil, ja. Oder? Ja, das ist ganz ehrlich. Ich meine, die Leute, also es gibt ja Leute, die das eben echt nicht mögen. Eine Frau aus meiner Gemeinde sagt immer, ja, gut, dass ihr Kapitel habt. Ich springe dann immer vor. Ich überspringe das. Und andere spulen vor, die das nicht mit den Kapiteln oder deren Podcast-Catcher oder so, das mit den Kapiteln nicht schnallt oder so. Aber mir ist das egal, weil ganz ehrlich, ich meine, wir haben uns jetzt ja echt die letzten Talks bemüht, auch gerade mit den Gästen und Gästinnen, das so knapp wie es geht zu machen. Aber mir macht das große Freude und ich werde so richtig warm, wenn wir einfach mal so ein bisschen Luft zum Hallo sagen. Ja, ich mag das auch gerne, auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, Marco, ich meine, wir sehen uns ja so privat eigentlich nie. Ne? Also von daher selten halt. Und von daher sind die Duo-Talks für mich auch die Möglichkeit, einfach mal mit dir ein bisschen zu quatschen. Deswegen habe ich mich auch auf diesen Abend gefreut, weil ich wusste, okay, jetzt ist da keiner mit dabei, sondern einfach mal wieder mit Marco quatschen. Deswegen ist dann auch, finde ich, so ein längeres Vorgeplänkel, das müsst ihr dann ertragen, ihr da draußen. Ja, vielleicht nenne ich in Zukunft einfach immer das erste Kapitel, mache ich dem so einen total clickbaitigen Namen irgendwie so. Genau. Jay lässt die Hosen runter oder ja, irgendwie krass. Sowas. Ja, da müsst ihr dann das YouTube-Video gucken, weil das beim Audioformat ja sonst so mittelspannend. Ich weiß nicht, ich finde in einem Videoformat auch mittelspannend wahrscheinlich, aber. Ich müsste jetzt eigentlich so hier so. Also so, oh Gott. So, ich lasse mal kurz die Hose runter. So, ist unten. Gut, es wird stattfinden, werde ich so nennen. Ja. Und das Schöne ist, schaut euch das Video an, dann seht ihr, also wie ich die Hose runterlasse. Das ist bestimmt justiziabel, was wir gerade gemacht haben. Ja, so, jetzt mal.
Genug der Späße. Genau, wir wollen ja auch, wir wollen natürlich auch was schaffen heute. Oder uns, ich habe das Bedürfnis, über was zu reden. So. Ich habe das Bedürfnis, was zu reden, weil ich bin jetzt, glaube ich, offiziell ein Ketzer. Also. Ja, aber warst du das nicht schon lange vorher? Ja, ich meine, über Hossa Talk schon, aber jetzt bin ich quasi, also ich habe am Wochenende habe ich in einer Gemeinde eines guten Freundes gepredigt und eine Predigt, die mir echt richtig am Herzen liegt, die ich auch wirklich, die ich für eine meiner besten Predigten halte, so. Und danach waren ganz viele Leute sehr angetan und ich kann dazu mal sagen, also wie fange ich an? Und die Reaktion, die jetzt im Nachhinein darauf kommt, das ist halt eine quasi, also wenn man mich für Hossa Talk für einen Ketzer hält, ist das eins. Aber jetzt bin ich es aufgrund meiner Predigt, aufgrund meines Predigtdienstes. Und das tut, also bei Hossa Talk bin ich es ja gewöhnt, dass Leute ketzerisch finden. Aber wenn man wo eingeladen ist zum Predigen und dann, wie gesagt, einige Leute fanden das sehr, richtig toll, die waren richtig bewegt. Und ich habe schon, während ich gepredigt habe, durchaus auch gemerkt, dass es da Widerstände gibt. Zwei Leute sind aufgestanden und rausgegangen. Das ist krass. Das habe ich wirklich lang nicht mehr erlebt, dass so Leute rausgehen, so aus Protest irgendwie. Ja, und dann hat mir mein Freund weitergeleitet, was was sozusagen die Gemeindeleitung dann der Gemeinde zwei Tage später geschrieben hat. Sag doch erst noch mal ganz kurz, erzähl doch mal, über was du überhaupt gepredigt hast. Ja, richtig. Sorry, ich habe übers Abendmahl gepredigt. Ich habe eine, glaube ich, ganz schöne Predigt übers Abendmahl schon Ende des Jahres in der Andreasgemeinde, meiner Heimatgemeinde, gehalten, wo ich so zumindest die für mich Kernpunkte zusammenfasse, warum ich so ein Abendmahlsfan bin. Hossa Talk HörerInnen, die lange dabei sind, wissen das. Das habe ich immer mal wieder gesagt, dass ich das Abendmahl sehr mag und es mir wirklich was bedeutet. Und da in dieser Predigt erkläre ich, warum. Und ich glaube, das sind einige Punkte dabei, die den Leuten, also die für einige Leute neu sein könnten. Oder na, offensichtlich, sonst wären die Reaktionen ja nicht so, wie sie waren. Ja, genau. Und bei mir in der Gemeinde kam die Predigt tierisch gut an. Also wirklich, ich habe selten so viele positive Reaktionen darauf bekommen. Vielleicht verlinken wir euch die Predigt bei mir in der Gemeinde. In der anderen Gemeinde ist sie ja nicht verlinkt. Aber falls ihr die mal nachhören wollt, nachschauen wollt, ihr könnt es auf YouTube machen. Genau. Und, ich packe die in die Folgenbeschreibung. Ich finde die nämlich, ist jetzt direkt schon Spoiler, wenn wir uns drüber unterhalten wollen, aber ich finde die auch sehr gut, muss ich sagen. Dankeschön. Dankeschön. Naja, direkt schon die Spannung rausgenommen. Ja, ich glaube auch die ist gut und ich versuche dort eben zum einen einige Punkte zu nennen, warum ich das Abendmahl so besonders finde und was da drinnen stecken kann und ich glaube, das sind eben auch zum Teil ein paar Sachen dabei, an die man nicht sofort denkt, wenn man das Wort Abendmahl hört. Und zum anderen versuche ich sozusagen zu erklären, warum das Abendmahl oft so eine bedrückende Stimmung hat und woran das liegen könnte. Und legt dann diesen schwierigen Text aus dem ersten Korintherbrief aus, wo es heißt, prüfe dich selbst und wer das Abendmahl falsch nimmt, der isst sich selbst zum Gericht. Und da können dann einige, sind schon krank geworden oder sogar entschlafen, sagt Paulus. Und das ist ja schon ein heftiges Ding. Ich glaube, ich habe da einen sehr stimmigen, guten Ansatz dazu gefunden, der das greifbar macht, was Paulus da eigentlich meint mit. Wie dem auch sei. So. Das hast du erzählt und das fanden scheinbar manche Leute gut und andere haben sich fürchterlich aufgeregt. Genau, also
mein Freund schrieb mir dann, was für eine Kacke. Das hier ging gerade durch unsere Gemeinde-App. Liebe Gemeinde, die Predigt am letzten Sonntag hat viele Reaktionen ausgelöst und wir möchten hier Stellung dazu beziehen. Die Predigt entspricht nicht der Theologie unserer Gemeinde. Wir haben einen anderen Ansatz in der Auslegung von Gottes Wort und stehen nicht hinter dem, was am Sonntag von der Kanzel gelehrt wurde. Das entspricht nicht unserem Verständnis. Ganz bewusst wollen wir hier keine theologischen Diskussionen in der App. Fragen und Gedanken dürfen gerne an uns privat geschickt werden. Also, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Auch die, die gar nicht verstehen, wo hier das Problem ist. Wir sind noch am Überlegen, in welchem Rahmen und wann es zu einem inhaltlichen Austausch kommen kann. Danke auch für alle Rückmeldungen, die wir bereits erhalten haben. Die Gemeindeleitung. Ja, und also nicht jetzt so, dass mich das jetzt komplett vom Stuhl fegt. Ich habe irgendwie auch gedacht, also ne, das ist jetzt schon jemand, den ich gut kenne, mein Bekannter. Und man merkt ja an dem, was für eine Kacke, dass der überhaupt nicht glücklich damit ist, sozusagen. Aber ich hatte in der Gemeinde auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal gepredigt. Das ist zwar schon länger her, aber ja. Und das hatte ich da einfach nicht erwartet. Also, dass da Leute mit Probleme haben könnten, mit manchen Sachen, das habe ich ja auch gesehen und gespürt. Aber dass dann so eine Reaktion kommt, die übrigens mir auch nicht mitgeteilt wurde. Also die, das heißt, das ist es ist an dem Sonntag ist niemand zu dir gekommen und hat gesagt, Bruder Jay, das war ja Quatsch, was du da erzählt hast. Ja, also es kam danach eine Dame, die eben auch rausgegangen ist und hat sich beschwert, so ach, krass, wie das manchmal so ist. Aber es kam jetzt nicht die Gemeindeleitung auf mich zu und hat gesagt, hey Jay, können wir da nochmal kurz drüber reden? Das liegt uns ein bisschen schwer im Magen, was du da und da gesagt hast. Oder wir könnten uns vorstellen, da kommen Nachfragen, so gar nichts. Auch diese Nachricht, die ich gerade vorgelesen habe, ne, das war ja nicht an mich, das war an die Gemeinde. Ist ja auch okay, ich bin ja nicht Teil dieser Gemeinde, aber trotzdem wäre es ja irgendwie schön, die Rückmeldung zu bekommen, lieber Jay, übrigens haben wir dich gerade dem Satan überantwortet oder irgendwie sowas. Ja, ganz so weit war es, glaube ich, noch nicht, wenn ich so soweit ich sehe, aber gut, wer weiß, mittlerweile möglicherweise schon. Also ich fand das ja ganz interessant. Ich habe da heute den ganzen Tag, als ich unterwegs war, drüber nachgedacht, weil ich hatte da deine ursprüngliche Predigt noch nicht gehört und dachte dann, okay, der Jay hat übers Abendmahl gepredigt. Was könnte der denn wohl möglicherweise Ketzerisches gesagt haben, über das man sich bei dem Thema so aufregt? Ne? Und dann habe ich so gedacht, naja, ich könnte mir vorstellen, wenn man das zu, vielleicht für in den Augen von manchen zu offen auslegt, ne? Wenn man sagt, jeder ist willkommen, das gilt für jeden, das schließt nämlich gerade niemanden aus. Das könnte für manche ein Problem sein und das so, da in die Kerbe hast du ja auch geschlagen. Und ansonsten, das ist im Grunde der Kern. Das ist aber meiner Ansicht nach auch der Kern. Also hätte ich darüber was sagen sollen, hätte ich in die Kerbe auch gehauen. Ja. Und ich glaube, das ist halt wieder so ein, ich weiß ja auch nicht, ob das Problem war, ne? Aber das war das Einzige, was ich mir jetzt so vorstellen konnte. Und das ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen, als du diese Nachricht vorgelesen hast, dass du ja gerade, um quasi diese Korintherstelle dann einzusortieren, mit dem eine falsch oder unwürdig zum Abendmahl gehen oder das Abendmahl nehmen und so, da hast du ja einen sehr starken Punkt gemacht, dass der Paulus, dass er nun mal unglücklicherweise so formuliert hat, wie er es formuliert hat, aber dass er das natürlich in einen bestimmten Kontext an eine echte damalige Gemeinde, in eine echte damalige Situation, wo es einfach eine Schieflage gab, reingeschrieben hat und vermutlich nicht auf dem Schirm hatte, dass jetzt Menschen 2023 in Deutschland benutzen, um sich das gegenseitig um die Ohren zu hauen irgendwie. Genau. Und ich weiß, ich habe ja so einen Satz gesagt wie, Leute, ihr dürft nicht vergessen, dass Paulus diese Sätze nicht in dem Bewusstsein geschrieben hat, sie in die Bibel zu schreiben,
sondern in einem Brief an die Korinther geschrieben hat. Ja. Also sprich, wenn Paulus gewusst hätte, dass diese Sätze in dem Buch halten, was die gesamte Christenheit 2000 Jahre lang heilig und so weiter halten würde, vielleicht hätte er vorsichtiger oder anders formuliert. Hier ging es in eine, ja genau, und das wurde mir auch übel genommen natürlich, weil da eben einige Leute wohl waren, die das quasi als einen so verstanden haben, dass ich damit die Bibel nicht wichtig nehmen würde oder nicht als die Bibel nicht als Wort Gottes sehen würde. Ja, genau, weil du dadurch dann irgendwie sagst, ja, man muss dann immer gucken, ne? Also das ist ja vielleicht gar nicht alles für uns heute. Das ist, glaube ich, genau so ein Punkt irgendwie, dass man dann sagt, naja, wenn du da sagst, das musst du im Kontext sehen, dann musst du das ja überall im Kontext sehen und dann sind wir ja schon historisch kritisch und das wollen wir nicht und das ist eh böse und nein, so. Kreuzigt ihn! Ja, also ne, ich will es auch nicht lächerlich machen, aber ich glaube, das ist schon die Kettenreaktion irgendwie, die dann da so vonstatten geht. Das ist mir ja schon auch klar und mir war schon auch klar, dass es in der Predigt ein paar spitze und ein paar provokante Formulierungen gibt und auch ein paar, wo Leute drüber stolpern können. Und und auf der anderen Seite denke ich aber, ja, ich hätte es jetzt auch echt ganz safe spielen können. Ne? Irgend so eine Predigt halten, die schon 10-mal gehört haben in anderen Varianten und dann würde ich auch wieder eingeladen werden. So. Aber wenn man nichts Provokantes sagt, wo ist denn der Spaß darin? Ja, das sowieso, ja, klar. Wenn man nur Dinge den Leuten sagt, die sie eh schon glauben, ja, wo ist denn der Spaß? Also ich meine, gehst du in den Gottesdienst, um nur die Dinge zu hören, die du eh schon glaubst? Also ich finde es immer am spannendsten, wenn ich da sitze und dann sagt jemand was ich noch nie gehört habe. Ja. Und ich denke, wie kommt er jetzt darauf? Oh, das ist ja mal interessant. So. Oder wenn jemand was Provokantes sagt, was mir in den Arsch tritt und wo ich irgendwie denke, wow, jetzt wird's hier, das, keine Ahnung, fordert mich. So. Also ich immer nur das zu hören, was man eh schon glaubt, ist doch echt langweilig. So, also von daher versuche ich auch immer in meinen Predigten irgendwelche Sachen reinzulegen, wo ich schon denke, das könnte Leute überraschen oder provozieren. Ja. Weil ich irgendwie denke, das gehört dazu. Ich meine, Jesus ist nun mal von den einen als Prediger geliebt worden und von den anderen gekreuzigt. Also ich meine, so schlimm ist es jetzt in meinem Fall nicht. Ne? Aber das sind, ne? Ja, genau. Das sind nun mal die beiden Reaktionen. Also wenn dich alle lieben, kann es irgendwie auch nicht gut sein. Ja. So, also ich will damit sagen, ich will jetzt gar nicht sagen, oh, wie toll ich bin, ne, sondern ich will einfach nur sagen, diese Spannung, in der man steht. Aber ich verstehe nicht, warum das so eine Gemeinde so unentspannt angehen muss. Ich meine, man hätte auch die gleiche Nachricht schreiben können nach dem Motto, liebe Gemeinde, es gibt gerade eine Menge Diskussionen wegen der Predigt am Sonntag. Wir denken, uns hat nicht alles gefallen, was darin war. Es gibt da fragliche Dinge, über die man ja mal diskutieren kann. Aber es waren auch ein paar gute Punkte dabei. Lasst euch das bitte nicht nehmen. Und wir diskutieren, sprecht doch miteinander drüber. Also, weißt du, so ein bisschen lockerer Ton. Und du hast ja direkt schon das Gefühl, allein, dass so eine Diskussion aufkommt, da sind direkt alle so auf Hab-Acht-Stellung. Ne? Diskussion, das ist was Schlimmes. Diskussion, das ist was Negatives. Das darf es eigentlich gar nicht geben. Und ich würde denken, das ist doch eigentlich in so einem Kontext wie einer Gemeinde was total Schönes, wenn da jemand einen Vortrag hält, eine Predigt hält und danach sagen die einen, boah, das war ja total toll, das hat ja irgendwie was angesprochen, was mich berührt hat, was ich so noch nie gesehen habe, und die anderen sagen, nee,
Also totaler Quatsch irgendwie. Wenn man das hinkriegen würde, da vernünftig drüber ins Gespräch zu kommen, glaube ich, man eigentlich sehr biblisch irgendwie. Aber wenn man direkt dann sagt, nee, wir müssen das jetzt wieder einordnen, weil wir wollen gar keinen Dialog führen. Wir wollen, dass uns jemand die Linie vorne sagt, die wir eh schon wissen, und dann gehen wir nach Hause und klopfen uns auf die Schulter, irgendwie überspitzt gesagt. Das scheint mir auch so gerade von dem jüdischen Denken und von der jüdischen Spiritualität auch sehr weit wegzugehen, ne? Weil da ist dieses Dialogische und das Miteinander ringen und sich die Meinungen um die Ohren hauen und da ins Gespräch kommen, ja total essentiell. Und das siehst du ja auch letzten Endes, also die Streitgespräche zwischen Jesus und den Pharisäern, wir nennen das ja Streitgespräche, so. Aber das ist im Grunde eigentlich nur Ausdruck der jüdischen Frömmigkeit. Da kommen welche mit einer Frage, einer sagt was, der andere antwortet was, das wird diskutiert. Da ist ein Rabbi, der sagt dann kluge Dinge und stellt dann Rückfragen. Und du denkst, wo nimmt denn die Sache jetzt her? Das ist eigentlich, was du da im Neuen Testament liest, nicht, oh, die bösen Pharisäer stellen immer ganz schlimme Fragen, sondern das ist genuine jüdische Frömmigkeit. Mhm. Miteinander zu debattieren, miteinander im Gespräch sein, miteinander sich kritisch rückfragen und von mir aus jemandem versuchen, was zu entlocken und so weiter. Und diese Form so. Also ich meine, klar, die Evangelien beschreiben das schon so, als seien die Pharisäer die ganze Zeit so hechelnd und jetzt stellen wir ihm noch eine Frage und jetzt schauen wir mal, was er dazu sagt. So, also so wird das natürlich geschildert, das sind jetzt Spekulationen meinerseits. Zum einen, weil man diese Art jüdischen Miteinander und Gegeneinanders quasi im heidnischen Kontext so gar nicht kannte, wo ja die meisten Evangelien drauf zugeschrieben wurden. Mhm, möglich, sozusagen. Ja, sehr gut möglich. Oder weil man natürlich, ich meine, das Ende vom Lied war ja, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Und man wollte irgendwie deutlich machen, dass das ein Prozess war, der relativ früh angefangen hat, einen Konflikt, in dem Jesus war und so weiter, der dazu geführt hat, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und das mag ja alles auch sein. Also ich will nicht sagen, dass diese Stellen nur eine fröhliche Frömmigkeit beschreiben. Nein, fröhlich ist die bestimmt nicht immer. Nee, genau. Ja, fröhlich gerade nicht. Aber das nur so als die finsteren Pharisäer, die Jesus eine Falle stellen wollen, zu sehen, das verkennt einfach, dass das, was dort passiert, was wir lesen, ein Streitgespräch, eine Debatte über ein theologisches Thema, eine Nachfrage, eine Rückfrage, eine Fangfrage, dass das einfach auch genuine jüdische Frömmigkeit ist. Mhm. Sich mit der Wahrheit im Diskurs zu beschäftigen. Und die Wahrheit eben nicht als einen Fixpunkt zu sehen, sondern als etwas, was man im Gespräch, in der Debatte versucht zu umkreisen. Irgendwie so. Also, genau. Ich finde ganz spannend, ich war am Sonntag auch in einem Gottesdienst eingeladen und habe da Texte vorgelesen. Und ich habe mich danach mit einem Menschen, den ich vorher nicht kannte, unterhalten. Und wir kamen irgendwie auch so auf die Gleichniserzählungen von Jesus. Und da habe ich gesagt, also so das, was mir da gerade neu auffällt und was ich total spannend finde, ist, dass Jesus ja immer irgendwelche Storys erzählt und dann sagt so, tschüss, Mic Drop, schönen Tag noch. Ne? Und dann sagen alle, ja, aber was soll denn das jetzt bedeuten? Und dann sagt er, ja, sag ich euch nicht. Ne? Und dann, also manchmal ja, ne, wenn die Jünger so ganz penetrant fragen, meistens aber auch nur den, nicht der kompletten Crowd. Und dann gehen die einfach nach Hause und ich stelle es mir so vor, dass dann geht das ja noch weiter. Ne? Dann geht man miteinander den wahrscheinlich manchmal auch recht weiten Weg nach Hause und denkt sich so, ja, hast du das verstanden? Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, möglicherweise so. Nee, das glaube ich nicht irgendwie. Vielleicht aber so. Ne? Ah ja, auch, das ist auch ein Punkt.
Und dieser Mensch, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat dann so erzählt, dass sein Opa ihm immer gesagt hat, die sind irgendwie früher immer zum Gottesdienst gelaufen, weil irgendwie die Gemeinde so weit weg war und die noch kein Auto hatten, irgendwie sowas. Und sein Opa hat ihm immer gesagt, das gehörte für uns, also der Gottesdienst war erst zu Ende, wenn wir wieder zu Hause waren. Ne, Ja, weil wir geil. dann halt auf dem Rückweg das diskutiert haben und auch kontrovers diskutiert haben. Ne? Und dann dachte ich, das ist eigentlich total geil, weil eigentlich ist das wirklich sehr nah dran an dem. Und das Total. geht manchmal bei uns echt so ein bisschen verloren, weil dann hörst du so eine Predigt, denkst du, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und weiter geht's. Ne? Irgendwie, jetzt gucke ich Fußball. Ja, genau. Und So. gerade dieses sich auseinandersetzen, auch zu streiten, ne? Und ich meine, klar, ich bin jetzt ja nun ein Gastprediger gewesen. Ich bin ja immerhin eingeladen worden. Also, und ich meine, eigentlich könnte man ja auch wissen, dass ich Hossa Talk mache und dass Ja, das das, fand ich auch erstaunlich. Ja. ne, also dass ich sozusagen, man könnte auf den Gedanken kommen, dass meine Art zu denken und zu glauben unter Umständen anders ist als die Art und Weise, wie man in einer ganz normalen evangelikalen Gemeinde auf Dinge blickt oder so. Also das könnte man wenn man sich da drei Folgen Hossa Talk anhört, könnte man auf diesen Gedanken kommen, glaube ich. So. Also ich will damit nicht, ich will damit einfach nur sagen, naja, die haben mich ja auch eingeladen. Also aber anscheinend waren die Reaktionen dann eben zum Teil so negativ und oft ist es ja dann so auch, dass die Kritiker einfach so laut sind, ne? Und unter Umständen die, die echt was mitgenommen haben. Und davon gab es einige. Ich weiß davon, jemand sagte mir, das war die beste Predigt über das Abendmahl, die ich je in meinem ganzen Leben gehört habe. So, sagte mir jemand. Und also ich sage das nur, um deutlich zu machen, da haben Leute richtig was mitgenommen. Ja, Aber natürlich. das ist ja manchmal ein Problem, ne? Auch generell auf Social Media. Und das stelle ich bei mir auch fest, dass ich das auch oft so mache. Wenn man was richtig toll findet, dann denkt man ja, das war ja super. Und ich gehe wirklich selten, was weiß ich, nach einer Predigt, nach einem Konzert, irgendwie nach einem Vortrag zu der Person hin und sage nochmal, ey, es war übrigens richtig gut. Dann freue ich mich einfach, dass das toll war und dass ich was mitgenommen habe und dann gehe ich nach Hause. Ne? Die Leute, die dann halt Kommentare schreiben und die dann halt laut sind und ausrasten, das sind halt meistens die, die es nicht gut fanden. Und das Genau. schafft in der Wahrnehmung halt so ein Ungleichgewicht, ne? Also das, was bei dir dann ankommt, ist, was weiß ich, du machst einen Post oder ich veröffentliche ein YouTube-Video oder so und dann finden es 1.000 Leute gut und 5 schreiben drunter mega Kacke. Und das hinterlässt bei mir das Gefühl, ah, es war mega Kacke irgendwie. Obwohl Ja. das andere ja sehr viel mehr sind, ne, so im Genau. Verhältnis. Ja, die sind natürlich einfach lauter und auch vehementer, weil sie ja das Gefühl haben, unter Umständen, jetzt nicht nur ihnen gefällt was nicht, sondern Da bist du wieder. Ja, ich glaube, das liegt hier am Hotel-WLAN. Ja, ach, das hatten wir beim Tillmann auch schon Naja, mal, dass er das macht plötzlich, irgendwie nach einer Zeit, macht das einfach ja, Schluss, ja. genau, die Aufnahme ist da jetzt kurz unterbrochen worden. Ich habe einfach erstmal weiter geredet, also das ist ja auf meiner Spur drauf. Ja. So, dass da eigentlich nur wenig fehlen dürfte. Ich glaube, ja. Ja, dann sonst setzen wir jetzt noch mal an, das kriegen wir ja hin. Ja, genau. Also ich wollte nur sagen, ich habe einfach weitergesprochen. Aber jetzt weißt du natürlich nicht, was ich gesagt habe. Ja, was hast du denn gesagt? Weil es wäre, glaube ich, klug, wenn du jetzt einsetzt irgendwie. Ich habe davon gesprochen, dass
also wir hatten es ja gerade davon, dass die Kritiker, die dann eben ja in so einem Fall auch denken, dass es nicht nur, es gefällt mir nicht, sondern es ist falsch, oder es ist eine Irrlehre, auf jeden Fall, dass die sich natürlich dann umso vehementer melden, weil sie das Gefühl haben, das kann man nicht so stehen lassen und so. Und gut, und ich habe dann noch gesagt, dass ich sozusagen, gut, auch so eine Aussage wie, dass das Abendmahl meines Erachtens für jeden ist, dass jeder eingeladen ist, dass Gott jeden im Abendmahl beschenken möchte. Das halte ich halt, und das begründe ich auch gut, glaube ich, in der Predigt. Aber das ist für manche Leute halt echt schwierig. Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen schon der Kern des Problems, ne? Also ich kann das auf eine Weise sogar verstehen, obwohl ich das natürlich auch irgendwie blöd finde. Aber wenn du wirklich der Überzeugung bist, dass da vorne gerade jemand steht, ne, auf der Kanzel, wie sie es ja auch gesagt haben, also allein wenn du so ein Wort verwendest im Feedback, dann weißt du ja auch schon, was die Stunde geschlagen hat. Also und wenn dann von der Kanzel runter was erzählt wird, was dich irgendwie, also was du zutiefst ablehnen musst aus deiner Glaubensüberzeugung, wo du denkst, nee, das ist doch alles verkehrt, das geht doch gegen alles, was mir im wahrsten Sinne des Wortes heilig ist, dann muss sich ja eigentlich so ein starker Widerstand regen. Ne? Also wenn du deinen Glauben, so wie du ihn hast, dann wirklich ernst nimmst, musst du ja auch laut widersprechen, weil das wird ja auch, oder das glaubst du zumindest, dass das von dir gefordert und verlangt wird, dass man jetzt hier nicht einfach jemanden daherkommen lassen kann, der jetzt hier das Evangelium verwässert und die Gemeinde auf Abwege führt. Das geht ja alles nicht, der am Ende sogar dem Zeitgeist anheimgefallen ist, schon längst. Und da sind wir natürlich auch ganz schnell beim Thema Cancel Culture, ne? Weil das ist ja genau das, was eben sozusagen auch gesellschaftlich passiert, dass Menschen aus ihren Glaubensüberzeugungen, jetzt meinetwegen im säkularen Bereich, irgendwen, der was äußert, quasi daran hindern wollen, weil sie sagen, das ist falsch oder das ist rechts oder das ist nicht einer bestimmten Gruppe gegenüber nicht nett und so weiter. Also ich will nur sagen, ganz egal, wie man zu Cancel Culture steht, im Grunde ist das halt die fromme Variante davon. Ja, und die fromme Variante, die ist eigentlich das Original, ne? Die gab es schon vorher. Genau. Das sage ich übrigens auch immer, wenn sich, also weil gerade Konservative beschweren sich ja oft über Cancel Culture in der Gesellschaft. Und dann sage ich immer, was wollt ihr denn? Ihr habt es doch erfunden. Ja, also, das stimmt schon. Ihr wart doch die Hexen auf den Scheiterhaufen gezerrt haben, weil das nicht sein durfte. So, ne? Also, aber ich will nur sagen, ne, das ist halt so ein gesellschaftliches Phänomen und das ist halt ein Phänomen, und dann nicht ertragen, dass da eine andere Überzeugung präsentiert, geäußert, wie auch immer wird. Mhm. Ich finde das grundsätzlich eigentlich schade. Nicht, also ich kann schon auch verstehen, dass man bei bestimmten Äußerungen heult und und sagt, das gefällt mir nicht, das will ich nicht und so. Und auch das, auch der Widerspruch muss natürlich erlaubt sein, aber warum es gecancelt werden muss, warum man nicht in den Diskurs geht. Und das wäre jetzt ja sozusagen spannend gewesen, jetzt nochmal zur Gemeinde zurück. Also entweder hätte man den Ball zurückspielen können und sagen können, ja, ihr merkt, okay, das hat einigen gar nicht gefallen, anderen anscheinend schon. Ja, jetzt diskutiert doch mal drüber. Setzt euch doch mal auseinander. Was denkt ihr denn über das Abendmahl? Und was hat euch nicht gefallen? Oder wo habt ihr das Gefühl, wo ihr aufstehen müsst? Also sprich, es nicht abwürgen, sondern die Energie nutzen, um diese Diskussion am Leben zu halten und sie auch in die Gemeinde reinzuholen. Nicht nach dem Motto, oh, der hat was Schlimmes gesagt, sondern ja, was machen wir damit jetzt? So. Ich glaube, es ist halt also viele von diesen Gruppen und Gemeinden, die können halt nicht so gut mit Spannung umgehen, ne? Also die muss immer direkt aufgelöst werden. Und wenn da einer auftritt, dann ist das auch was Schlimmes. Ich glaube, dass
Das ist ein total erstrebenswertes Ziel, dahin zu kommen, dass man mit sowas so umgeht, wie du es gerade beschrieben hast. Aber ich glaube, das muss man als Gruppe erst lernen, irgendwie. Das ist, also wenn man so lange auch anders geprägt ist, dass das einfach so von vorne weggebügelt wird, wenn irgendwie sowas aufkommt, dann kommst du gar nicht auf die Idee, dass das eine Möglichkeit wäre. Aber ich habe auch so gedacht, also das klingt jetzt auch irgendwie manchmal so von oben runter und auch wieder so schwarz-weiß, ne? Weil ich habe da schon auch Empathie, weil ich mir so denke, wenn ich jetzt irgendwie so eine Gruppe hätte, wo ich für irgendwas verantwortlich bin und da kommt jemand auf meine Bühne und sagt da Sachen, die ich total blöd finde. Also ich hätte auch eine Schmerzgrenze, vielleicht zur anderen Seite hin, aber die hätte ich. Und ich würde wahrscheinlich ab irgendeinem Punkt, wenn es zu doll wehtut, auch aufschreien, irgendwie. Ja. Ich verstehe das schon auch. Also und das habe ich ja auch versucht gerade auszudrücken, ne? Ich verstehe schon, dass man aufschreit. Nun ist aber die Frage, was ist die Schmerzgrenze, wo man sagt, nee, hier muss ich jetzt was sagen. So. Oder hier muss ich jetzt quasi die Gemeindeleitung auffordern, Stellung zu beziehen, damit sowas Schlimmes nicht stehen bleibt. Und da, gut, anscheinend habe ich diese Schmerzgrenze für manche Leute überzogen, aber für mich wäre die Schmerzgrenze relativ weit, weil ich irgendwie denken würde, es muss erstmal erlaubt sein, zu denken und Dinge in den Raum zu stellen, die dann sozusagen zu einem Diskurs führen und die mich auch hinterfragen. Aber ja, ich bin bei dir. Also es gibt auch bei mir Schmerzgrenzen. Und wie gesagt, nochmal Cancel Culture, da äußern ja Menschen ihre Schmerzgrenzen sehr deutlich. Und ich kann die zum Teil auch sehr gut verstehen. Natürlich, ja klar. So. Sie sind ja auch teilweise sehr, sehr berechtigt. Die Ja, Konsequenz genau. ist die Frage, wie die dann ist. Aber die Schmerzgrenze zu ziehen ist natürlich super berechtigt. Genau. Also natürlich, genau, die Schmerzgrenze, also wenn jemand sagt, aua, das ist immer erlaubt, finde ich. Also zu sagen, das gefällt mir nicht, ist auch immer erlaubt. Ob es sozusagen immer gleich offiziell werden muss, also ob meine Meinung die offizielle werden muss, da habe ich ein großes Fragezeichen, weil ich mir eigentlich, weil das einfach jeden Diskurs im Keim erstickt und dazu führt, dass die Leute nur noch in ihren eigenen Bubbles hängen, wo jeder konformistisch das glaubt, was eh alle glauben, weil andere kommen gar nicht rein. Ja, das habe ich auch gedacht, weil steckt nicht hinter diesem ganzen Aufschrei auch so ein bisschen die Idee, dass eine Gemeinde an sich ein total heterogener Haufen sein muss. Also dass es da eigentlich auch keine zwei Meinungen geben kann. So dass, Du also meinst homogener. Homo, was habe ich gesagt? Heterogener. Achso, ja, Quatsch, ein totaler homogener Haufen sein muss natürlich. Also so im Sinne von, das muss so sein, ne? Das kann gar nicht anders gedacht werden. Und man muss direkt, wenn da irgendwie von außen, und das ist ja jetzt in dem Fall wirklich von außen, ne, weil du ja quasi als Gast da warst, wenn da was Genau. reinkommt, dann muss man sofort schnell wieder quasi die Ghostbusters rufen, dass das wieder ausgetrieben wird. Weil das hat hier eine klare Linie und alle Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, folgen dieser einen klaren Linie. Und da denkt man sich doch schon auch ein bisschen, wenn man sich das anguckt, das ist doch eine ganz schön langweilige Gruppe. Also wo gibt's das denn? Das ist Genau. doch, das wäre doch todeslangweilig. Und es gibt es ja auch in dieser Gemeinde nicht. Also es ist ja, die Reaktionen zeigen ja, dass eine Menge Menschen viel damit anfangen konnten, was ich gesagt habe. Und die überhaupt nicht die Probleme hatten, die andere hatten. Also sprich, natürlich ist diese Gemeinde heterogener, als getan wird. Ja, das Aber glaube ich ganz sicher, ja. genau. Und ich würde das dann eher versuchen, als Anlass zu nehmen, die Heterogenität zu feiern und die unterschiedlichen Parteien aufzufordern, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren, warum
dem einen das gefallen hat und dem anderen eben gar nicht. Und warum der eine das gefährlich findet und der andere sagt, endlich sagt es mal jemand. Ja, das aber dafür müsstest du halt erstmal wahrnehmen und akzeptieren, dass es da möglicherweise unterschiedliche Gruppen gibt, die miteinander ins Gespräch kommen könnten. Ja. Ich glaube, das weiß man natürlich auch, wenn man länger da zusammen ist. Aber die Frage ist ja, es geht ja auch immer so ein bisschen um Deutungshoheit dabei. Also wer ist jetzt die laute Stimme oder die Gruppierung vielleicht, die am Ende sagen kann, so hier geht's lang, so ist es richtig und so ist es falsch. Und also ohne das jetzt zu wissen, wo und wer das war, aber es kommt mir ja schon auch oft so vor, das sind halt auch so Machtspielchen so ein bisschen. Ne? Da geht es schon auch darum, wer darf jetzt hier den Ton angeben? Wer darf jetzt hier sagen, so wird die Bibel ausgelegt und nicht so irgendwie? Ja, genau. Und, es ist und halt je mehr du Dialog sagst, desto weniger Deutungshoheit hast du ja selber noch. Ja, genau. Ich habe damit eigentlich auch nicht das Problem. Ich denke immer, ja, dann kommt, dann lass uns debattieren. Und wenn am Ende nicht rauskommt, wie es ist oder wer recht hat, dann haben wir doch immerhin ein tolles Gespräch gehabt. Also dann, ne, und dann kann sich jeder aus dem Gespräch irgendwelche Dinge rausziehen, die er gut findet oder nicht, und fertig. Weil am langen Ende muss eh jeder mit sich und dem lieben Gott ausmachen, was er glaubt und was er nicht glaubt und wie er die Welt sieht. Und ich denke dann immer, naja, ach, ich verstehe schon, man will Frieden schaffen. Ne? Da beschweren sich welche und die sind ganz aufgewühlt und der hat das und das gesagt und das kann doch nicht sein, dass man sowas bei uns in der Gemeinde sagt. So, und dann kriegen die Panik und denken, oh Gott, es kommt alles durcheinander. So, anstatt zu sagen, ja, das hat mal einer gesagt. Jetzt, warum greift dich das denn so an? Ist dein Glaube so schwach, Bruder oder Schwester? Oder diverser? Wahrscheinlich nicht. Ja. Die gibt es da offiziell, glaube ich, nicht. Aber, also die gibt es da bestimmt, aber die gibt es da garantiert. Ja. Aber nicht offiziell. War ein Seitenhieb, der hätte vielleicht nicht sein müssen, aber egal. aber weißt du, was ich meine? Also man will quasi Frieden schaffen, indem man sozusagen die Frage, die jemand stellt, ausblendet. Mhm. Das ist nicht Gemeindelehre. Ja. Und weg. Und damit hast du die Chance verpasst, miteinander ins Gespräch zu kommen, weiterzukommen, Dinge von mir aus auch dann im Diskurs zu einem Punkt zu kommen, wo du sagst, ja, den und den Punkt finden wir tatsächlich fraglich. Aber Und dann entscheidet das irgendeine ominöse Gemeindeleitung. Ich finde das schwierig. Ich finde das schade. Also und jetzt nicht nur auf mich bezogen. Also es ist egal. Mein Gott, das tut ein bisschen weh, wenn ich für eine meiner Lieblingspredigten gecancelt werde. Aber ja, gecancelt wurdest du ja noch nicht. Das ist jetzt eher ein stark. Wobei weiß man nicht. Vielleicht, also da bist du jetzt wahrscheinlich so schnell nicht mehr eingeladen. Das heißt, für die Gemeinde bist du wahrscheinlich schon gecancelt. Irgendwie. Ja, ich bin relativ sicher, in dieser Gemeinde bin ich gecancelt. Das ist relativ klar. Die werden mich nicht wieder einladen. Und ich glaube, es ist ja auch. Ist ja okay. So, also. Ja. Es ist ja auch so, also ich glaube, Angst spielt da auch so eine ganz große Rolle. Ne? Irgendwie hängt da manchmal ja auch mehr dran, als jetzt das Thema an sich. Da steht mehr im Raum, als jetzt nur das, was du übers Abendmahl gesagt hast. Da hängt dann so dieser ganze Rucksack und dieses ganze Narrativ dran. Ja, Leute, die sowas über die Bibel sagen, das ist ja für die Korinther geschrieben und nicht in erster Linie für uns, die glauben ja auch noch das und das und das. Und wenn das jetzt alles hier auch noch reinkommt durch die Hintertür, da haben wir Angst vor, das möchten wir nicht irgendwie. Weil da haben wir auch gehört, wo das in anderen Gemeinden schon so war und die sind jetzt alle vom Glauben abgefallen und ist schwierig. So. Ich glaube, das ist so eine ganz diffuse Angst, die kann man auch gar nicht so richtig benennen und die speist sich auch durch so komische Narrative. Manches davon stimmt bestimmt, ne? Also klar,
du kannst natürlich sagen, ja, das ist, da sind wir schon historisch kritisch und sowas. Und in manchen Gemeinden ist das schon ein Problem. Du kannst natürlich sagen, ja, was kommt dann als nächstes? Dann sind wir auch noch pro queer oder was? Und das ist ja selbstverständlich, ne? Also das stimmt ja alles auch, was ihr da so dann, an Verdacht in den Raum werft. Oder dann glaubt man plötzlich auch nicht mehr an die Jungfrauengeburt. Also ich meine, wie gesagt, wenn man irgendwie 3 Folgen Hossa Talk hören würde, dann wüsste man natürlich, dass das Vorurteil schon auch seine Berechtigung hat, quasi. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich meine, man kann immer die Insel der Seligen bilden und irgendwie alles rausschmeißen, was die eigene Bubble stört. Aber ich glaube, so ein bisschen hat sich das auch bei uns schon da so hingewandelt, ne? Weil ich stelle so fest im Rückblick, als ich angefangen habe, sehr viel unterwegs zu sein, so mit den Sachen, die ich mache, da war ich am Anfang total breit unterwegs, ne? Also so von Veranstaltungen und Gemeinden und Leuten, die mich eingeladen haben, da war wirklich so, weiß ich nicht, von Brüdergemeinde über charismatische Gemeinden, Jesus Freaks, Willow, was auch immer, alles dabei. Und das hat sich dann schon ein bisschen ausgedünnt. Und am Anfang gab es da echt auch noch kontroverse Diskussionen, ne? Also wenn ich mich beispielsweise irgendwie pro queer geäußert habe oder mich sehr deutlich politisch positioniert habe, dann gab das so eine Zeit lang wirklich wilde Diskussionen, und das fand ich auch manchmal genau wie du echt schade, und das hat mir auch was ausgemacht. Und gleichzeitig fand ich es aber auch toll, dass man dann halt irgendwie noch weiter als nur so mein Meinungspost darüber ins Gespräch kommen kann. Mhm. Und ich stelle fest, das passiert eigentlich fast gar nicht mehr. Weil ich glaube, dass sich diese Bubbles immer weiter voneinander wegbewegen, sodass die gar keine Berührungspunkte mehr haben. Ja. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel. Als ich habe mit dem Joe, mit dem Johannes Falk hier vor einer Weile den Song gemacht, des Kaisers neue Kleider, und wir haben ein Video gedreht, wo wir beide nackt im Wald stehen. Ja. So, und da haben wir schon aus Spaß gesagt, oh Gott, das wird da jetzt hier den großen Aufschrei in der frommen Bubble geben. Johannes Falk und Marco Michalczyk stellen sich nackt in den Wald. Lassen die Hose runter und alles andere auch. Hat aber wirklich niemanden interessiert. Also, das haben wir auch nicht dafür gemacht, um die zu ärgern. Ne? Da ging es ja um was ganz anderes, aber das haben wir im Grunde so ein bisschen mit einkalkuliert oder befürchtet. Und ich glaube, da ist es einfach schon so egal, was der jeweils andere macht, dass das nicht mal mehr, da findet einfach kein Dialog so groß mehr statt. Deswegen wundert es mich auch nicht so sehr, dass du vielleicht in einer Gemeinde bist, die halt noch keine Folge Hossa Talk gehört haben, weil das da einfach nicht stattfindet. Ne? Irgendwie. Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, das ist jetzt auch keine super konservative Gemeinde gewesen. Das ist, also aus meiner Einschätzung, wie gesagt, mein Freund, der hört ganz viel Hossa Talk. Und die Gemeinde, wie ich die eingeschätzt hätte, wäre klar, da gibt es einen konservativen Flügel und da gibt es einen liberaleren Flügel, wie das halt so ist. Aber das meine ich ja. Aber gerade die Leute, die sich zu dem konservativen Flügel zählen würde, die sind ja auch wieder eine eigene Bubble in dieser Gruppe. Ne? Und die ist auch normal, ne? Also ich höre ja auch keine Podcasts von Menschen, die Dinge sagen, die ich nicht so gut finde. Stimmt. Ja, das muss ich zugeben, tue ich auch in der Regel nicht. Ab und zu mal Johannes Hartl, wobei es ist schon länger her, dass ich Johannes Hartl gehört habe. Also das stimmt schon, also diese Bewegung, dass man die ist schon auch da. Das stelle ich bei mir durchaus auch fest. Und ich meine, das war natürlich auch am Anfang von Hossa Talk viel mehr diese Debatten und diese Gespräche und dass Leute uns gesagt haben, das könnt ihr doch nicht so sagen und so. Aber auch natürlich, weil das halt eine Weile gedauert hat, bis die Leute gemerkt haben, dass wir sozusagen anders drauf sind
als sie. Ne? Die, die haben den Namen Goffi Müller, der war Jugendevangelist gewesen, und Jakob Friedrichs, der war bei oder ist bei NIM 2 Super 2. Also sprich, die, die hatten ein gewisses Bild von uns und haben deswegen bestimmte Dinge erwartet. Und dann, dann haben sie unseren Podcast angehört und dann kamen aber nicht diese Dinge, sondern, irgendein Punk-Scheiß. So. und das hat sie irritiert. Und ja. Und deswegen gab es auch diese ganzen Debatten. Die gibt es ja zurzeit gar nicht mehr groß, weil sich natürlich die, ich sag mal, das ausdifferenziert und die Leute, denen Hossa Talk gefällt, die hören das weiter und die, die sagen, das ist, nicht mehr christlich oder so, hören das halt nicht mehr. Ja. So. Und so ist es natürlich. Aber eigentlich finde ich das schade. Und ich finde, nochmal jetzt gesamtgesellschaftlich gesagt, diese Bewegung sehen wir ja wirklich in der Gesellschaft, also überall in der Gesellschaft, es differenziert sich alles weiter aus. Ne? Wir hatten, ich bin in so einem, ah genau, das passt eigentlich gut. Ich bin in so einer E-Mail-Lesetruppe. Also es gibt immer einmal die Woche so eine E-Mail, auf die dann alle antworten. Ne? In dieser Gruppe sind, keine Ahnung, 30 Leute drin, die auch schon sehr unterschiedlich sind. Ja, sehr spannend. Und da geht es dann um nerdigen Kram, um witzigen Kram, aber doch auch immer wieder um persönliche Dinge. So, und neulich hat jemand die Frage gestellt, das war ich sogar. hat ein kluger Mann die Frage gestellt. Nee, pass auf, hat gesagt, Pippi Langstrumpf oder Harry Potter. Und dazu sollte jeder schreiben, also weshalb das eine oder das andere. So. Ja. Und es geht immer von Woche zu Woche. Und dann, schrieb jemand, der queer ist, und der ist das falsche Pronomen. Ich kann es noch nicht anders sagen, weil derjenige sich nur mit seinem, also nur mit dem Vornamen genannt werden will. Da weiß ich immer nicht, wie man das sagt, sozusagen, wenn man den Vornamen nicht sagt, aber egal. Schrieb dann was darüber, wie, also dass J.K. Rowling eine der furchtbarsten Personen ist, die es gibt, weil die möchte Transmenschen tot sehen. So. Und also ich weiß schon, worauf das abzielt, weil es natürlich diese Debatte gibt um J.K. Rowling und der Transgemeinschaft. Aber darauf reagierten dann Leute natürlich sehr scharf, weil sie sagten, ja Moment mal, das hat die doch gar nicht gesagt. Wo hat die das denn gesagt? Und dann gab es in diesem, und dann war der, und dann gab es plötzlich einen riesen Boom, weil dann die Kritik an dem Satz von der Transperson sehr, sehr harsch aufgefasst wurde und eben persönlich und wiederum als transphob gedeutet wurde. Was sie aber gar nicht war. Schreibt jeder sein Zeug und es knallt an allen Ecken und Enden. Und andere Leute sagen, mein Gott, dass ihr über sowas überhaupt schreiben müsst. Ich bin verzweifelt, dass ihr so böse über Transmenschen denkt. So. Und dann wurden auch ganz viele Dinge reingedeutet. Was ich sagen will, ist, du hast dann in so einem Moment fliegen die Fetzen und dir fliegt alles Mögliche um die Ohren, weil jeder in seiner Bubble steckt und denkt, so wie wir das sehen, ist es richtig. Und wie wir das sehen, sieht das eigentlich jeder und dann verwundert ist, dass es nicht jeder ist und man weiß dann, ja, es denken schon auch manche anders, aber die sind ja doof. Ja. Also sprich, es ist immer die und wir. Und so macht es jede Bubble. Ob sie christlich ist, ob sie nicht christlich ist, ob sie queer ist, ob sie links ist oder rechts ist, ob sie ökologisch orientiert ist, ob sie und so weiter. Und das geht mir ehrlich gesagt irgendwie auf den Zeiger. Also ich weiß schon, dass das halt so ist. Wir Menschen funktionieren so. Aber eigentlich
eigentlich wäre es doch toll, wenn man die Situationen, die das Leben so mit sich bringt, die einen auch triggern, wenn man die lernt als kommunikative Angebote und als kommunikative Herausforderungen zu deuten, um miteinander im Gespräch zu sein und zu bleiben. Mhm. So, also du hast vollkommen recht, die Welt funktioniert so. Alle ihre Bubblen und die differenzieren sich immer weiter aus. Aber, und ich mache das auch so. Also ich stecke da mittendrin. Ja, selbstverständlich, klar. Das ist natürlich erstmal preaching to the choir, klar. Das ist genau. Aber es ist doch irgendwie blöd. Ich finde das doof. Also ich finde es auch doof. Ich glaube, das stimmt natürlich, dass erstmal ticken wir einfach so. Ne? Das ist wieder, wie sagt man, Tribal-Verhalten, ne? Stammesverhalten irgendwie. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es aber, also kommt mir zumindest so vor, obwohl es ja so viel mehr Kommunikationsmöglichkeiten gibt, irgendwie viel weniger Räume, wo halt mal so ein wirklich echter Dialog stattfinden kann. Ne? Also so im Sinne von, wir hören uns jetzt wirklich mal zu und wir tauschen mal Argumente aus. Nicht, um uns gegenseitig jetzt irgendwie von der Wahrheit des anderen zu überzeugen, sondern einfach, um mal einen Raum zu schaffen, dass das mal passieren kann irgendwie. Und ich weiß auch nicht, also ich habe auch so das Gefühl, so auf Social Media funktioniert es offensichtlich nicht so wirklich. Gar nicht, ne? Also nee. Da kann ja allein so einen Satz, ne? Also du schreibst sowas Harmloses wie J.K. Rowling und Pippi Langstrumpf und auf einmal brennt das Internet. Ne? Irgendwie du denkst, ich wollte doch nur über Kinderbücher schreiben, was ist denn jetzt passiert? Genau. Und das liegt ja genau daran, dass jemand was schreibt und der hat auch einen Punkt und der hat auch eine persönliche Geschichte und auch eine Verletzung, was die anderen aber nicht mitdenken und vielleicht auch nicht mitdenken können. Und dann eskaliert es halt total. Und alle denken, jetzt bescheuert, völlige Überreaktion und sowas. Und dann eskaliert es und man geht irgendwie auseinander. Und das hätte gar nicht sein müssen, wenn man einfach nur mal einen Schritt vorher innegehalten hätte und gesagt hätte, guck mal, das ist übrigens das, woran ich mich aufhänge irgendwie. Und dann kann man immer noch sagen, ja, also, boah, kann ich trotzdem irgendwie nicht mit, aber ich verstehe, warum, also, ne, wenn du sagst, das verletzt dich, dann habe ich da zumindest Empathie für. So, dann finde ich es vielleicht immer noch merkwürdig, aber ich verstehe deinen Punkt. So, direkt immer irgendwie alles in Flammen zu setzen, ich weiß auch nicht, das kann ja nicht die Lösung sein. Ja, genau, und dafür muss natürlich eigentlich Beziehung da sein in irgendeiner Form. Also du hast, klar, auf Social Media sprichst du ja mit lauter Leuten, die du nicht kennst, und da wird ganz schnell alles in Flammen gesetzt. So, ne? Auch weil du dir nicht gegenüber sitzt und so weiter. Deswegen würde ich eigentlich immer noch sozusagen für die Gemeinde plädieren, als einen Ort, wo man sowas üben könnte. Ja, total. Ne? Weil, wenn sich eine Gemeinde eben, und deswegen auch die Gemeinde meines Freundes, die eben diese verschiedenen Lager hat, die ist nicht progressiv oder konservativ, sondern so eine klassische Freikirche, wo du verschiedene Abstufungen und sonst was hast. Eigentlich ist das doch ein total fantastischer Ort, um zu lernen, nicht nur in deiner eigenen Bubble zu denken und um zu lernen, miteinander auszuhalten, dass man die Dinge unterschiedlich sieht. Und ich sage mal so, klar, die einzelnen Bubbles, die einzelnen Szenen, die sind sich relativ schnell einig und ausdifferenziert. Aber eigentlich find ich, wäre nach wie vor, und so erlebe ich das auch in meiner Gemeinde, die durchaus sich sehr gut streiten kann, dass Kirche auch ein Ort ist, wo man aushalten lernt, dass man nicht alles über einen Kamm scheren kann. Und das funktioniert natürlich nicht unendlich, weil du irgendwo gibt es immer Grenzen, wo jemand sagt, das kann ich nicht aushalten. Ja. Oder die und die Meinung kann ich nicht akzeptieren. Keine Ahnung, wenn jetzt bei mir in der Gemeinde irgendwelche Rassismen gepredigt würden. Das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, das geht für mich nicht. Da kann ich nicht mit. So. Ja, da kommt halt auch das ganze Konzept an seine Grenzen. Ne? Also da funktioniert das mit dem Dialog auch nicht mehr. Also das ist jetzt
Ja, ich versuche das irgendwie beim Formulieren irgendwie zu durchdenken, weil da würde ich auch sagen, habe ich auch gar keine Lust mehr auf Dialog, weil das irgendwie auch schon irgendwie wieder so dumm ist, dass ich denke, das ist auch keine Meinung irgendwie, über die man sich unterhalten kann. Aber andererseits kommt es auch wieder darauf an, ne, was ist das für eine Person, wo kommt die her, was habe ich für ein Verhältnis dazu, labert die nur irgendwas nach, hat die irgendeine Agenda, keine Ahnung. Also so einfach ist es halt dann echt tatsächlich nicht, so Ja, ins Unreine gesprochen. ja, nee, ich bin da ganz bei dir, weil du ja, ich meine, das ist so ein Klassikerbeispiel, wo man sagt irgendwie, ja, da sind wir uns ja alle Ja, einig. das wäre safe auch natürlich meine äußerste So. Schmerzgrenze. Klar, Ja. also spätestens da ist Schluss natürlich irgendwie. Ja, genau. Aber keine Ahnung, dann und ist für mich natürlich auch Schluss. Also ich will damit nur sagen, natürlich gibt es Grenzen. So. Aber keine Ahnung, dann nimm das Thema Todesstrafe, Ja. Abtreibung, Klimawandel, was weiß ich, also es gibt ja genügend Themen, Ukraine-Krieg, also Waffenlieferung ja oder nein, ich meine, das sind jetzt alles politische Themen, aber dann von mir aus auch eben theologisch. Öffentliche Zungenrede, ja oder nein? Frauen auf der Kanzel, ja oder nein? Abendmahl für alle oder nicht? So, also ich meine, ne, es gäbe ja genügend Themen, wo meine Hoffnung wäre, dass die Schmerzgrenze, also dass man die Schmerzgrenze ein bisschen weiter stecken könnte. Ja. Weil es einfach die unterschiedlichen Meinungen gibt und man nicht sofort sagen müsste, das geht auf gar keinen Fall. Ich meine, bei sowas wie Rassismus, da ist dann irgendwie klar, damit fallen dann bestimmte Menschen raus. So, deswegen reagieren Leute darauf auch so empfindlich, weil sie sagen, Moment mal, bitte sprich doch nicht von, keine Ahnung, Menschen mit einer dunklen Hautfarbe, die nennt man nicht mehr. Endpunkt, na 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 na, so. Ja. Ne? Also ich will damit sagen, ja, da geht es dann darum, dürfen Leute teilnehmen oder nicht. Aber auf Exakt, der anderen ja. Seite geht es bei meiner Abendmahlspredigt genau auch um diese Ja, Fragen. das stimmt schon auch, ja. Ich meine, du bist ja auch in guter Gesellschaft mit Abendmahlsstreit, ne? Also ich wohne ja in Marburg direkt unterm Schloss. Das hat ja gute Tradition, dass man sich da drüber prügelt. Aber es macht es ja Das auch nicht stimmt. besser. Das stimmt. Aber weißt du, was ich sagen will? Also ich finde, eigentlich könnte die Gemeinde ein Ort sein, wo man versucht, die eigenen Überzeugungen nicht zu wichtig zu nehmen und wahrzunehmen, dass hier auch Leute sind, die diese Überzeugungen nicht haben oder Voll. die sogar andere haben und denen andere Dinge wichtig sind. Das geht ja vielleicht noch. Aber die von mir aus sogar etwas glauben oder etwas denken, was konträr zu dem ist, was mir wichtig ist oder was ich glaube und denke. Ja, und das wäre zumindest der Ort, wo man sagt, naja, wir sind ja aber alles Geschwister. Also Ja. wir, so wie in der Familie auch, Auch ob wir wollen oder nicht, ne? Ja, hilft nichts. da muss man das ja aushalten. Keine Ahnung, dass der eine CDU wählt und der andere Grün. Ja, und dann gibt es Streit am Abendbrotstisch und man brüllt sich an, aber man bleibt immer noch Geschwister. So, Ja. und das wäre eigentlich, finde ich, die Chance, die Gemeinde an sich hätte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, stimmen wir alle in diesen gesellschaftlichen, wir separieren uns Gruf irgendwie ein. Und Aber selbst das scheint ja auch kein neues Phänomen in Gemeinden zu sein, ne? Also so diese Korintherstelle, ja, auf die du angespielt hast, da war das ja exakt ein Problem, ne? Das war halt dann so stimmt. arm und reich, hat sich separiert und die Reichen haben auf Kosten der Armen da irgendwie Gelage gefeiert, obwohl sie eigentlich Ja. gemeinsam Abendmahl feiern sollten oder wollten irgendwie. Wahrscheinlich ist das wirklich irgendwie was komisch-menschliches, was sich dann Bahn bricht, immer mal wieder, wenn Gemeinden da irgendwie aus dem Ruder laufen. Naja, ich vermute, das ist zutiefst menschlich. Ja. Das ist auch tatsächlich natürlich kein Phänomen unserer Tage, sondern das kommt jetzt mit Social Media, kann man das sehr gut aufpinnen, so, Ja. ne? Die verschiedenen Lager und so weiter.
Ich glaube, das ist eine zutiefst, genau, du hast es ja vorhin Tribalism genannt. Ja. Das ist ein zutiefst menschliches Ding, das steckt in uns allen. Ja, ich wünsche mir nur, dass wir das irgendwie, und eigentlich finde ich auch, dass Jesus immer wieder, dass Jesus ja sozusagen die Grenzen weitet, einerseits, ja. Ne? Also einerseits hier, er holt lauter Leute rein, die sonst überhaupt nicht zur Bubble gehören, ne? Und zwar problemlos und auch ohne denen ständig irgendwie Predigten halten zu müssen. Er holt die rein oder er besetzt sein Jüngerteam mit einem Zeloten und mit einem und mit einem Zöllner. Ne? Ich meine, muss man sich mal vorstellen. Da ist ein Zöllner drin, einer, der mit den Römern kollaboriert hat, und ein Zelot, also einer, der sozusagen ein ehemaliger Terrorist. Ja. Die hat er in seinem Jüngerteam. Also er stellt das sehr divers auf und da ist ja schon klar, dass das an seine Grenzen kommen wird, weil die Leute doch sehr unterschiedlich sind. Auf der anderen Seite grenzt er sich an manchen Stellen dann auch deutlich ab und sagt Dinge wie ihr Ottern gezüchtet. Also es gibt für ihn Grenzen, wo er sagt, da gehe ich nicht drüber. Es gibt Grenzen, wo ich sage, hier ist Schluss. Ja. So, und das ist die Spannung, glaube ich. Ja. Und die Frage ist halt, wie könnte man zumindest ein bisschen mehr Zöllner und Zelot miteinander aushalten lernen, ohne alle gleich, ohne dass sich nur die Zöllner miteinander wohlfühlen oder nur die Zeloten. Weißt du, was ich meine? Also nochmal, das ist meines Erachtens die Chance eigentlich von Gemeinde oder Kirche, weil du dort in der Regel zumindest eine diverser aufgestellte Gruppe hast, als du es sonst so in den Bubbles hast. Ja, das stimmt. Das ist, ich finde, das muss auch zumindest die Utopie oder der Traum oder das Ziel sein, irgendwie. Ja. Dass das in der Theorie natürlich sich schöner liest, als das in der Praxis auszuleben. Das macht ja auch oft keinen Bock. Ne? Also man will ja auch nicht mit Absicht die ganze Zeit Spannung haben. Aber ich glaube, eigentlich ist es schon das, was es können soll und was es, wofür es eigentlich auch da ist. Weil das ist ja schon interessant, dass das auch derselbe Paulus auch immer wieder betont, ne? Also so, da ist weder Herr noch Sklave, ne, weder Mann noch Frau und sowas. Jude noch Grieche, genau, das versucht ja diese Spannungen da irgendwie zu befrieden, ne? Und zu sagen, nee, wir machen jetzt hier keine Rangordnung. Spuß ein paar Jahre vor, was haben wir gemacht? Ui, ne, Rangordnung, ne? Also irgendwie, das genau. Ist, aber eigentlich läuft das dem total entgegen. Ne? Und deswegen fand ich das auch toll, was du über das Abendmahl gesagt hast. Auch das läuft dem komplett entgegen. Wir machen da keine elitäre Veranstaltung draus. Wir sagen nicht, genau. Das ist nur für die Heiligen, die auch wirklich sicher sind, dass sie auch heilig genug sind. Das kann eigentlich unmöglich die Message sein, irgendwie. Das würde wirklich allem widersprechen, auch wie, das fand ich ja auch so geil, wie du das erste Abendmahl eingeführt hast, ne? Also Jesus teilt das Abendmahl aus und das waren alles keine Christen. Ja! Keiner ja so. Von denen war ein Christ. Ja, ganz genau. Naja, also ich mir fiel noch ein, in den Anfangstagen von Hossa Talk, ne? Da haben wir das ja ein bisschen mehr gemacht oder mit konservativen Vertretern zu sprechen. Markus Till war da, Johannes Hartl war da, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, über Calvin haben wir da gesprochen. Wir hatten einige Gespräche mit konservativen Vertretern. Und ich weiß auch, dass Hossa-Talk-HörerInnen das durchaus auch immer mal wieder einfordern oder sagen, ja, ladet doch auch mal wieder so konservative Leute ein. Ich muss zugeben, also jetzt mal so ganz ehrlich, ich habe dann irgendwann
die Lust darauf verloren. Ja, weil ich verstehe das Gefühl, natürlich. Ja. Weil ich das Gefühl hatte, das bringt nicht wirklich was. Also ich habe das dann oft so erlebt, da kommen, also Johannes Hartl nehme ich nochmal raus. Das war für mich das, also einfach weil der schon auf seine Weise, und ich weiß, Johannes Hartl ist für viele unserer HörerInnen ein rotes Tuch, aber der hat zumindest die Fähigkeit zu hören, was jemand sagt, dessen Meinung er nicht ist, und das erstmal zu würdigen. So, also, wie gesagt, in seiner, also ich bin kein Hartl-Fan, so, ne? Weiß man ja. aber trotzdem, ich fand den im Gespräch wirklich gut. Ich fand, es war ein gutes Gespräch, auch wenn Leute sagen, ja, wir waren nicht kritisch. Scheißegal. Eigentlich wollte ich sagen, das Problem. Ja, aber das ist ja schon Teil des Problems, ne? Also wenn du jemanden einlädst und dann ist hinterher der Hauptkommentar, es war nicht kritisch genug, so funktioniert es, glaube ich, nicht. Also wenn du dann dahin gehst, beide bis an die Zähne bewaffnet und man dann guckt, so mal gucken, wer am Ende noch steht, das ist doch scheiße. Das ist doch auch kein Dialog, ne, irgendwie. Das war immer unser Ansatz, eben nicht zu, wir suchen den Streit, sondern wir wollen hören, was die Leute denken und warum sie es denken. Und ich glaube, das haben wir auch in all diesen Gesprächen ziemlich gut gemacht. Am langen Ende, jetzt gar nicht mal unbedingt bei den Gesprächen, sondern zum Teil im Nachklapp und so weiter, hatte ich halt immer das Gefühl, ja scheiße, diese konservative Welt, die möchte mich entweder assimilieren oder abwehren. Ja. Ne? Also entweder bekehr dich, werde einer von uns oder du bist raus. Ja, was auch klar ist, es gibt nur diese beiden Optionen. Es gibt keine Kategorie für das, was du bist dann an der Stelle. Ja, Gesprächspartner halt. Ja. Ein hoffentlich würdiger Gesprächspartner, den man nicht abwehren muss, den man auch nicht assimilieren muss, sondern den man hört. So wie ich das versucht habe, mit denen zu machen eigentlich, also würde ich sagen. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, das bringt alles nichts, das nutzt nichts. Es kommt kein echtes Gespräch zustande, sondern es wird versucht, mich zu bekehren oder dann eben abzuwehren. Und ich hatte nicht das Bedürfnis, die zu bekehren oder abzuwehren. Ja. Sondern ich wollte wissen, was die denken und warum die es denken und das hören. Genauso wie ich es bei dem, keine Ahnung, wie ich es bei den Superprogressiven tue. Ich möchte immer wissen, was die Leute denken. So. Ja. Und mich darauf, und das als Denkangebot besprechen und darüber nachdenken. Also, was ich sagen wollte, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, das ist bei Hossa Talk jetzt, also seit ein paar Jahren haben wir das nicht mehr gemacht, weil wir irgendwann müde waren. Ja. Und auch schade, weil du hast ja vorhin gesagt, naja, man differenziert sich selber dann irgendwie aus und sagt, ach, ich habe keinen Bock mehr drauf, mich immer in dieser schwierige Situation zu stellen, mich rechtfertigen zu müssen oder argumentieren zu müssen. Und dann geht man halt auseinander. Ja. Ja. Ist vielleicht auch bis zu einem bestimmten Grad auch legitim besser, als sich als ständig aufeinander loszugehen wahrscheinlich, dass man dann sagt, dann macht ihr halt euer Ding und wir machen unseres irgendwie. Aber also das ist auch lustig, weil ich hatte das mir eben auch noch kurz aufgeschrieben als Frage, ob du findest, dass wir als Hossa Talk zu bubbelig sind irgendwie, und da sind wir wahrscheinlich ohne Frage. Aber klar, das ist natürlich total anstrengend und das funktioniert natürlich nur, wenn beide Seiten Bock auf ein Gespräch haben irgendwie. Also hätte auch natürlich keine Lust, irgendwie Missionsobjekt oder sowas zu sein. Und auch, also ich hätte auch nicht so Bock auf ein Streitgespräch, ne? So nach dem Motto, mal gucken, wer jetzt am lautesten schreien kann. Aber also genau wie du gesagt hast, auf so ein offenes Gespräch mit, also wenn du mich stehen lassen kannst, kann ich auch dich stehen lassen, dann erzähl mal, was du so denkst irgendwie. Ja, genau. Und solange du jetzt keinen wirklich hanebüchenden Schwachsinn erzählst, käme ich da, glaube ich, gut mit klar. Aber ich fände es auch super anstrengend. Also das würde mich auch viel kosten. Da wäre der Tag auch gelaufen danach wahrscheinlich, weil ich das wirklich auch anstrengend finde, mich irgendwie ständig verteidigen und rechtfertigen zu müssen.
Ja, eben. Ich würde ja hoffen, und nochmal, du hast das vorhin so schön gesagt, die Utopie muss man hochhalten. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, ich würde ja irgendwie hoffen, dass wir die Utopie hochhalten können, dass wir versuchen wollen, miteinander im Gespräch zu sein, uns zuzuhören, uns stehen zu lassen, uns zu kritisieren, und dann auch zu diskutieren und von mir aus auch scharf zu diskutieren. Und ich würde halt immer sagen, davon muss nicht das letzte Urteil abhängen. Also so nach dem Motto, ja, du kannst Dinge sagen, die ich absolut daneben finde, aber deswegen bist du für mich nicht raus. Ja. Ja, das entscheidet ja sowieso nicht ich, wer raus ist und wer nicht. Ne? Also das finde ich, das trägt ja schon sehr zur Entspannung bei, dass du weißt, erstens, egal was für ein Quatsch ich vielleicht verzapfe, Gott fällt nicht vom Thron, und zweitens ist es nicht an mir zu entscheiden, wer drin und wer draußen ist. Bums, so der Rest ist doch, kann man doch dann über alles diskutieren. Irgendwie. Ja, aber Marco, das ist ja auf der praktischen Ebene entscheiden wir es ja doch. Wer noch zu unserer Bubble gehören darf wem wir noch zuhören und wem nicht und mit wem wir dann letzten Endes noch reden und nicht oder vor wem wir warnen oder nicht. Also das stimmt schon. Die letztendliche Antwort auf die Frage, wer drinnen und wer draußen ist oder ob es sowas überhaupt gibt. Ja, ob es sowas überhaupt gibt, genau. Ja. Wahrscheinlich ist die Kategorie schon doof eigentlich. Aber wir denken ja trotzdem alle immer wieder darin. Und jetzt nicht nur im Sinne von der Ewigkeit, sondern, keine Ahnung, nehmen jedes gesellschaftliche Thema. Da gibt es die eine Seite sagt und die andere sagt so. Das ist einfach dieses zutiefst Menschliche. Und irgendwie wünsche ich mir, dass man das anders machen könnte. Also an dieser Stelle vielleicht mal gesagt, wenn uns hier ein paar Menschen zuhören, die eine deutlich andere theologische oder auch spirituelle Ansicht haben als wir, aber Lust auf ein Gespräch haben. Nicht auf ein Bekehrungsgespräch und nicht auf ein ihrer Crowd beweisen zu müssen, dass wir falsch sind, Gespräch, sondern auf ein schönes Gespräch, wo man mal die Unterschiede miteinander bespricht. Dann meldet euch. Ich habe Lust auf solche Gespräche. Ja, das finde ich gut. Ich habe Bock auf sowas. Ich möchte nicht andere Leute ständig bekehren müssen, dass die so denken wie ich. Ich will von denen lernen können und ich hoffe, dass die auch was von mir lernen wollen. Und fertig. Und das heißt nicht, ich muss alles von denen lernen. Jetzt, ich mache schon wieder einen Disclaimer, weil ich irgendwie denke, oh Gott, unsere Leute springen im Dreieck und sagen, oh, lass dich ja nicht ein auf bla und bla und bla. Aber darum geht es doch gerade eigentlich, sich ein Stück weit einzulassen, Weg miteinander zu gehen, miteinander Gedanken und Ansichten zu teilen und dann an bestimmten Punkten nicht miteinander gehen zu können und an anderen aber schon. Agree to disagree. Ja, genau. Haben wir jetzt ja auch gerade in der Politik. Ich meine, Grün und Gelb miteinander, das scheint nicht gut zu laufen. Und auf der anderen Seite ist es aber toll, dass sie es machen müssen, finde ich. Ja. Ja, eben. Also allein schon deshalb ist es auch wichtig, dass wir das irgendwie in Gemeinden hinkriegen, sowieso gesamtgesellschaftlich hinkriegen. Je mehr sich das immer in diese sich selbst bespaßenden Bubbles zersplittert, desto schwieriger wird überhaupt auch Demokratie und demokratischer Diskurs, weil es immer nur noch wir und die gibt und das halt einfach so Grenzen zieht. Ja, ganz genau. Ganz genau. Und das ist doch einfach tödlich. Deswegen... Naja, also zumindest ist Gemeinde an sich ein Ort, wo sehr unterschiedliche Menschen hoffentlich zusammenkommen. Aus dem Grund bin ich auch, ehrlich gesagt, eigentlich auch kein Freund von diesen reinen Milieugemeinden. Weil da denken eben von vornherein alle gleich. Weißt du? Ja, das stimmt schon. Ich glaube, haben wir eh schon mal drüber geredet, ne? Also So richtig geht das wahrscheinlich nicht, wirklich Gemeinde für alle und jeden zu sein, weil du natürlich immer die Leute ziehst, die so ähnlich sind wie die Leute, die eh schon da sind, ne, irgendwie.
Aber auch da wieder würde ich sagen, der Wunsch und das Ziel sollte es trotzdem sein, irgendwie. Ja. Dass es möglich ist. So, man muss auch nicht weinen, weil man sagt, naja, das hast du, glaube ich, mal gesagt, ne? Jetzt sind wir hier irgendwie ein eher intellektuelles Publikum, jetzt kommen gar keine Punks. Wir wollen aber, dass Punks kommen. Wieso kommen die nicht irgendwie? Es muss doch möglich sein. Irgendwie. Das ist ja, das ist, kommt auch echt drauf an, wo man ist und wer da ist und sowas. Aber ja, grundsätzlich, wenn die dann mal kämen, sollten die schon auch da sein dürfen. So, das ist vielleicht der Ansatz irgendwie. Ja, genau. Und am langen Ende, zumindest, keine Ahnung, die kritische Nachfrage möchte ich mir zumindest immer wieder stellen, bin ich zu homogen? Ja. Habe ich noch, also ist meine Bubble durchlässig? Mhm. Dürfen da noch Leute reinsprechen, die nicht in dieser Bubble sind? Höre ich die noch? Und selbst wenn ich nicht ihnen zustimme oder sogar von mir aus das ablehne, was sie sagen, oder manchmal ist ja dann auch der Punkt, die, weißt du, der Witz ist ja dieses, wir lehnen ja dann Leute ab, in unsere Bubble hineinzusprechen, weil sie irgendwas glauben oder irgendwas denken, aber das hat gar nichts mit dem zu tun, was sie gerade reinsprechen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, also, das ist auch ein Punkt, ja. Und das ist so schwierig. Also so ähnlich habe ich mich ja jetzt eben auch mit dieser Reaktion dieser Gemeinde gefühlt. So gut, da ging es dann schon auch um konkrete Sachen. Aber wie du vorhin auch sagtest, da hängen ja eben dann auch die Bilder dran. Ja, der glaubt doch dann auch das und das und der glaubt doch dann auch das und das. Und das alles verhindert, dass man ein Gespräch miteinander führt. Und das ist doch irgendwie schade. Also ich will damit nur sagen, Gott, oh Gott, da sind so viele Mechanismen, die uns irgendwie dazu bringen, möglichst immer enger zu werden, mehr unser eigenes Ding zu machen. Und irgendwie müssen wir, finde ich, immer wieder das aufbrechen. Sonst sind unbedingt wir verloren. Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Weil da das ist überhaupt nicht einfach. Aber interessant, wo uns das so hingebracht hat am Ende, so von dem Ausgangspunkt, von dem wir losgegangen sind. Ich hätte noch eine vielleicht letzte Frage. Bisschen lustig gemeint, habe ich mir eben so gedacht. Bist du eigentlich schon mal irgendwo rausgegangen, wo du saßt, jemand hat was gesagt und hast gesagt, bin nicht zu Ende, gehe ich. Ja, klar. Also, es gibt verschiedene Situationen. Es gibt natürlich den Punkt, wo ich maßlos getriggert bin. Gibt die neuralgischen Punkte, theologischen Punkte oder meinungsmäßigen Punkte auch bei mir, klar. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir waren mal in London bei Benny Hinn. Krass. Heilungsgottesdienst mit Benny Hinn. Und ich bin da nicht rausgegangen, aber die einzige Form, wie ich das ertragen konnte, war, dass ich mir vorgestellt habe, ich habe einen großen Topf Popcorn auf meinem Schoß und ich gucke mir das an wie eine Unterhaltungsshow. Ja. Und dann bin ich mit aufgestanden und habe die Arme gehoben und habe Jesus gerufen, aber immer in ironischer Distanz. Es ging nicht anders, weil ich das nicht ertragen hätte. Und dann gibt es aber natürlich auch Situationen, keine Ahnung, bei uns in der Gemeinde gab es schon Predigten, die mich sehr getriggert haben, wo eine Theologie verkündigt wurde, mit der ich Probleme habe, wo ich gedacht habe, das ist nicht zu Ende gedacht, das geht ja noch, aber wo du den Zungenschlag hörst von Dingen, die dich sehr verletzt haben oder die dich sehr und da, ich bin nicht rausgegangen. Ich versuche nicht rauszugehen, aber ich habe den ganzen Gottesdienst mit mir gekämpft und darüber und habe diskutiert innerlich und habe den zum Mond gejagt und wieder zurückgeholt und so. Und bin danach dann ganz lange spazieren gegangen, weil ich es kaum ertragen konnte. Also es gibt genau diese Punkte auch. Dass ich wirklich rausgegangen bin, weil ich gesagt habe,
Fuck You? Nee, erinnere ich mich jetzt zumindest nicht dran, dass das passiert ist. Ich würde aber auch nicht sagen, dass das verboten ist. Ich meine, nee, merkst, gar nicht. Ich fand das nur mal interessant, auch mal so rumzuspielen irgendwie. Also, als ich die Frau am Sonntag habe aufstehen sehen und rausgehen sehen, natürlich ärgert das einen als Prediger, weil man denkt, hey, du verpasst die besten Stellen, so, während du predigst. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, okay, anscheinend habe ich jetzt in der was ausgelöst, was sie nicht ertragen kann, wo ihre einzige Chance ist, sozusagen damit klarzukommen, dass sie rausgeht. Und das muss ja auch erlaubt sein. Ich war da auch gar nicht böse. Die kam ja später dann auch auf mich zu und ich habe versucht, mit ihr dann so zu reden und ihr zu erklären und so weiter und bla bla bla. Und es war irgendwie klar, wir kommen da nicht auf einen Nenner. So. Aber es muss auch legitim sein, dass jemand sagt, das halte ich gerade nicht aus. Total, völlig. Ja. So. Aber ich versuche es auszuhalten. Immer. Ja. Aber wie gesagt, das hat dann halt oft zur Folge, dass ich innerliche Debatten noch und nöcher habe irgendwie. Ja, voll. Ich habe auch du? Nur, ja, ich wollte gerade sagen, also in meinem Kopf ist halt so dieses aktiv aufstehen und rausgehen im Gottesdienst ist halt so der maximale Disrespect irgendwie. Ja. Weil ich bin ja in der Brüdergemeinde aufgewachsen, ne? Und so die Gemeinde, wo ich quasi als Kind war, das muss man sich wirklich so klassisch vorstellen, so vorne im Raum, also da, wo dann auch die Kanzel ist und so, da sitzen halt die Männer und die Frauen sitzen halt dahinter, getrennt, wie es sich gehört, ja. Ne? Zucht und Ordnung. Und wenn du dann also, und die Eingangstür ist quasi ganz hinten, ne? Also wenn du halt als Mann da reingehst, musst du einmal den kompletten Gang entlang und setzt dich dann irgendwo hier vorne hin. So, wenn du jetzt als männlicher Zuhörer da sitzt und denkst, das ist so furchtbar, dass ich rausgehen muss, dann musst du also vor aller Augen mucksmäuschenstill, ne, da gibt es ja auch, also da hält man ja auch wirklich die Fresse, da gibt es auch keine Musik groß, da wird halt das Wort gepredigt. Dann musst du da vor aller Augen aufstehen, während der Mensch da auf der Kanzel steht und diesen Gang entlang gehen und von ganz hinten oder von ganz vorne nach ganz hinten durchlaufen, dann hast du halt wirklich ein Ausrufezeichen gesetzt. Das hat dann auch wirklich jeder mitgekriegt, dass du es richtig beschissen fandest. Ja. Und deswegen, also deswegen ist das für mich immer so ein maximales Statement, weil ich das irgendwie noch so kenne aus meiner Kindheit. Das ist, ich glaube, das ist auch nur ein oder zweimal überhaupt passiert und das war dann immer auch so ein echter Eklat. Aber das fand ich immer krass irgendwie. Und ich kann mich zumindest nicht aktiv dran erinnern, außer halt bei so, was weiß ich, bei so Konferenzen und so, wo da, ja. Ne, da denke ich dann manchmal, ja gut, also mein Part ist jetzt eh schon vorbei, das klingt mir jetzt hier irgendwie nach Quatsch. Tschüss, dann fahre ich schon mal nach Hause. Ja, genau. Sowas habe ich natürlich auch schon gemacht. Das ist klar. Aber ich dachte jetzt mehr an diese innere Protestnummer, wo du irgendwie sagst. Ja, das habe ich oft, aber ich kann mich dann manchmal nicht so dazu durchringen, weil ich dann auch immer so, also ich glaube, das ist so beides. Das ist einerseits Empathie, weil ich weiß, wie scheiße das ist, wenn jemand einfach aufsteht und dir den Rücken zukehrt und rausgeht, wenn man selber vorne steht. Und andererseits manchmal wahrscheinlich auch ein bisschen Menschenfurcht, weil da gehören ja auch Eier dazu, einfach mittendrin aufzustehen und rauszugehen. Ne? Dann denke ich mir, ja komm, hörst du halt noch zu Ende an, dann gehst du einfach nach Hause und denkst, ja, war jetzt halt nicht so cool irgendwie. So. Ja. Ja, genau. Und es ist echt ein finde ich, faszinierendes und auch schwieriges Thema. Ich denke da in der letzten Zeit wirklich viel drüber nach, eben gerade, weil wir in dieser E-Mail-Gruppe gerade diesen Eklat hatten. Dann eben, weil ich jetzt selber so eine Situation habe, nach diesem Gottesdienst, weil ich auch immer mal wieder drüber nachdenke, wie das ist mit Hossa Talk. Wie gesagt, früher waren wir mehr im Dialog mit der konservativen Welt. Inzwischen habe ich ja aber auch das Gefühl, die sucht den Dialog gar nicht mehr unbedingt. Früher dachten die ja noch, ja, genau, das meine ich, ja. Die müssen uns irgendwie nur auf die richtige Spur wieder zurückbringen, so nach dem Motto. Und dann haben sie gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Und gleichzeitig hat mich natürlich dieses Gefühl, auf die richtige Spur zurückgebracht werden zu sollen, so abgenervt, dass ich gar keinen Bock mehr habe, mit denen zu reden, weil ich irgendwie denke, ja, euch interessiert ja gar nicht, was ich sage. Aber die denken das Gleiche ja vielleicht auch. Ja, exakt. Und das macht das alles so schwierig.
Und irgendwie, ja, ich, das ist ja das Ding, deswegen, das sage ich ja, oder das ist hoffentlich auch rübergekommen. Ich nehme ja fast jedem ab, dass das eine ernsthafte Überzeugung ist und auch eine ernsthafte Not, wenn jemand gegen diese Überzeugung anspricht. Das glaube ich sofort und das ist super anstrengend. Ja. Und das merken wir natürlich auch, wenn jemand was von der anderen Seite über unsere oder gegenüber unsere Überzeugung sagt. Ganz genau. Klar ist das ganz genau. Ganz genau. Und da, ich komme nochmal auf dein Wort von der Utopie, die Utopie hochhalten zurück, weil ich finde, das ist das Wort der, das ist das Wort des Talkes. Ja. Finde ich, weil wir kriegen das nicht hin. Oft und manchmal vielleicht ein kleines bisschen und vielleicht irgendwann auch mal richtig gut. Aber das muss irgendwie, das darf nicht vergessen werden. Also dieses im Gespräch bleiben wollen, diese Utopie, diesen Wunsch, diese Sehnsucht, dieses Bedürfnis, sich nicht zu separieren, sondern Gemeinschaft bleiben zu wollen, irgendwie sei es in der Gemeinde oder sei es in der Gemeinschaft. Das ist echt wichtig. Ja, unbedingt. Und manchmal bleibt einem nicht mehr, als die Utopie hochzuhalten. So und zu sagen, ja, daran orientiere ich mich. Ich krieg's nicht hin. Aber eigentlich wollen wir dorthin. So. Keine Ahnung. Das ist. Ja. Amen dazu, würde ich sagen. Amen dazu. Ja. Genau. That's it. Ja, ich glaube, schlauer werden wir heute nicht. Aber das war gut. Das war wirklich gut. Ja. Schön, schön mal wieder über so ein auch emotionales Thema so ein bisschen intensiv zu sprechen. Ich glaube, so ein Schritt, der hilft gegen diese Bubblehaftigkeit, ist allein schon zu erkennen, dass man in einer ist, ne? Und dass man dass natürlich eine Gruppe ist, zu der man gehört und dass die auch dieselben Mechanismen hat und so. Also sich so ein bisschen rauszuzoomen und sich da als Teil davon zu betrachten, hilft manchmal schon ein bisschen. Ja, und trotz allem nochmal, naja, ein kleines Plädoyer. Ich finde, es hilft tatsächlich auch, sich in Gruppen zu bewegen, wo man zumindest weiß, hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Sei es ein Fußballverein, sei es, keine Ahnung, eine politische Ortsgruppe oder sei es eine Gemeinde. Weil du relativ sicher sein kannst, in der Regel, in der normalen Gemeindekirche, ob Landeskirche oder Freikirche, gibt es verschiedene Lager. Und das ist auch gut so. Ja. Also sich dem immer noch auszusetzen, das halte ich schon für wichtig. Irgendwie. Ja. Alright. Alright. Tja, wer hätte gedacht, wo uns das so hinträgt, als wir losgegangen sind. Vielleicht so musst du öfter gecancelt werden, dann haben wir Dinge, über die wir sehr schön reden können. Genau. Genau. Ja, jetzt interessiert mich natürlich total, was ihr so denkt, unsere geschätzten HörerInnen. Ich meine, auch hier, ne, auch die Diskussionen in dem Hossertalk-Forum, auch die sind viel ziviler geworden. Ich meine, es gab Folgen, da gab es 100 Kommentare auf unserer Homepage. Die Zeiten sind rum. Und daran merkt man natürlich, dass man auch Diversität verloren hat. Ja, so. Das ist sich, genau, dass es sich wahrscheinlich so ein bisschen zurechtsortiert hat dann mit der Zeit. Genau. Aber von daher, also die Klage haben wir jetzt ja nun lang genug, oder nee, nicht die Klage, sondern das Problem umrissen. Was denkt ihr darüber? Schreibt uns doch wirklich auf Facebook, vor allen Dingen natürlich auf unserer Homepage als Kommentar, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil wir sind ja an keinem Ende, wie man merkt. Nee, und im Grunde ist das ja genau das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, ne? Der Heimweg nach der Predigt, das sind eigentlich die Kommentare unter der Folge sozusagen. Richtig, sehr geil, ganz genau. Also von daher, bitte
bitte, bitte, bitte mischt euch ein und sagt mal, was ihr so denkt zu der ganzen Thematik. Jo. Alright, dann hören wir uns wieder in 2 Wochen. Genau, wir bedanken uns für eure Unterstützung und sagen das trotzdem auch jetzt nochmal schnell am Schluss. Teilt doch die Folge, bitte. Hossa Talk Folgen werden gar nicht so oft geteilt, interessanterweise, in den sozialen Medien. Teilt doch die Folge, liked sie bitte, das würde uns echt helfen. Schreibt eine Review bei iTunes oder sonst wo. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, PayPal, Überweisung, findet ihr alles auf unserer Homepage. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt. Ich finde es total geil, dass es die Hossa-Community gibt. Und ja, dass, ganz, ganz toll. Dass wir hier miteinander reden können und wissen, da hören ein paar Leute zu und die finden das interessant. Das ist schon schön, oder, Marco? Auf jeden Fall, ja, total. Ich meine, gerade wenn man aus einer Gemeinde abgewatscht wurde, ist es schon, ehrlich gesagt, schön, nach Hause zu kommen und vor seinem Publikum oder miteinander zu sprechen, im Bewusstsein, da hören Leute zu, die einen mögen. Ja, ja, das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Das ja, ist so ist fantastisch. Das. Genau. Gut, in diesem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen mit dem Talk mit zur Anmut der Welt mit Tilman Haberer. Das yes. wird ganz fantastisch, könnt ihr euch sehr drauf freuen und wir verabschieden uns, wie immer, mit einem dreifachen Hossa! 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 Yes. Jetzt hätte ich fast den Namen von Tilbert vergessen. Ja, sehr, sehr schön. Oh, genau, sehr, sehr geil.